Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Matthias Sauerbruch. Ich bin der Direktor der Sektion Baukunst der Akademie der Künste in Berlin. Und ich begrüße Sie aus den nächtlichen und verlassenen Räumen der Ausstellung Urbanable Stadthaltig am Hanseatenweg in Berlin. Das heutige Gespräch unter dem Titel Nachhaltige Architektur, Fortschritt oder Greenwashing sollte die letzte Podiumsdiskussion sein im Rahmen unserer Ausstellung, die sich ja bekanntlich mit der Zukunft der Stadt insbesondere unter den Aspekten des Klimawandels auseinandergesetzt hat. Ich muss leider in der Vergangenheitsform sprechen, denn wir mussten, wie alle anderen öffentlichen Museen und Kulturbetriebe auch, die Ausstellung leider vor 2 Wochen schließen und sie wird aufgrund der verschiedenen Randbedingungen dieses aufwendigen Unterfangens auch nicht wieder geöffnet werden können, sollte der Lockdown am Ende des Monats wieder aufgehoben werden. Infolge dieses Lockdowns sitzen wir jetzt hier auch nicht gemeinsam auf einer Bühne, sondern wir treffen uns im Überall und nirgendwo des Internets. Und ich kann nur hoffen, dass die fehlende gemeinsame physische Präsenz an einem Ort wettgemacht werden kann durch die gemeinsame geistige Präsenz bei unserem Thema. Ich möchte mich jetzt schon bei den Diskutanten bedanken, die sich auf dieses etwas neue Format eingelassen haben. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingen wird, die diversen Schwellen zu überwinden, die mit der räumlichen Distanz verbunden sein können. Unsere Unterhaltung wird auf dem YouTube-Kanal der Akademie live gestreamt, wie das so schön heißt. Und wenn Sie heute Abend zuhören, können Sie auch an der Unterhaltung teilnehmen, indem Sie die Chatfunktion des Kanals aufrufen und dort Ihre Kommentare einschreiben. Schicken Sie uns Ihre Fragen, Ihre Kommentare, was immer. Wir werden versuchen, Sie das in das Gespräch zu integrieren. Wenn Sie die Aufnahme des heutigen Abends zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen haben, freuen wir uns auch über Ihre Kommentare, die Sie uns gerne unter der Adresse baukunst@adk.de zusenden können. Lassen Sie mich nun aber zunächst in alphabetischer Reihenfolge die Diskutanten des heutigen Abends vorstellen, die in unserer Videokonferenz zusammengeschaltet sind. Aus München begrüßen wir Thomas Auer. Er ist seit 2018 Mitglied der Akademie. Er hat 1994 ein Studium der Verfahrenstechnik an der Uni Stuttgart abgeschlossen, hat sich aber nach dem Studium zusammen mit seinen Partnern ein relativ neues Feld erschlossen, nämlich das Klima-Engineering. Seine Teams bei Transolar beraten seit den 90er Jahren schon Planer bei der Erbauung integrierter Nachhaltigkeitskonzepte wie dem emissionsarmen Betrieb von Gebäuden, Strategien zur passiven und aktiven Nutzung erneuerbarer Energien oder zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks von Bauten und Infrastrukturen in ihrem gesamten Lebenszyklus. Neben seiner intensiven Projektarbeit hat er auch umfangreiche Lehrerfahrungen in Europa und Amerika gesammelt. Seit 2014 ist er ordentlicher Professor an der TU München. Thomas Auer hat auch an der Ausstellung teilgenommen. Sein Beitrag erlaubte dem Besucher die immersive Erfahrung von Klimabedingungen in Berlin im Jahre 2050. Als Konsequenz der hier deutlich erlebbaren Erwärmung der Stadt stellte er allgemein Maßnahmen zur Verbesserung von Mikroklimata und insbesondere einen entsprechenden städtebaulichen Masterplan zur Diskussion, den er zusammen mit dem Studio von Stefano Boeri für den Wiederaufbau des Geländes geplant hatte, das unter der kollabierten und mittlerweile wieder aufgebauten Autobahnbrücke in Genua liegt. Thomas Auer sagte schon vor 10 Jahren in einem Interview mit der DBZ: Der nächste Innovationsschub bedarf einer Erweiterung der Betrachtung von einzelnen Gebäuden hin zu städtebaulichen Dimensionen. Im stadträumlichen Kontext zu denken, heißt bestehende Gebäude und Strukturen einbinden, Zwischenräume von Gebäuden als Lebensräume definieren, Synergieeffekte erzeugen, Energieversorgungskonzepte auf lokaler Ebene lösen. Dies ermöglicht Nachhaltigkeit in einem großen Maßstab umzusetzen. Ich freue mich, dass Thomas Auer zusammen mit Christine Lemaitre in einem Raum heute Abend anwesend sind.
Aus Zürich zugeschaltet ist Annette Gigon, ebenfalls ein Mitglied der Sektion seit 2003. Annette Gigon hat 1984 an der ETH Zürich ihr Diplom als Architektin abgelegt und nach einigen Jahren der Praxis in einigen anderen Büros 1989 zusammen mit ihrem Partner Mike Guyer ihr gemeinsames Büro Gigon Guyer gegründet, das unter anderem auch als eine Praxis gilt, die sich schon früh mit Fragen der nachhaltigen Architektur auseinandergesetzt hat. Auch sie hat an verschiedenen Hochschulen gelehrt und ist augenblicklich ordentliche Professorin an der ETH Zürich. Gigon Guyer haben in unserer Ausstellung einen Beitrag geliefert, der sich sehr konkret nicht nur mit einzelnen Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen und Ressourcenverbrauch in ihren eigenen Projekten auseinandergesetzt, sondern auch die Versuche illustriert hat, die veränderte Haltung in einer jeweils adäquaten Architektursprache zum Ausdruck zu bringen. Sie sind dabei sehr offen und recht schonungslos mit den Unvollständigkeiten ihrer eigenen Strategien ins Gericht gegangen und haben die diversen Schwellen und Glasdecken aufgezeigt, die ihnen bei der Entwicklung ihrer Bauten begegnet sind. Als Weg in die Zukunft haben sie mit ihren Studenten ein Entwurfsseminar zu Häusern vorgeführt, die im besten Fall CO2 speichern und im Betrieb Energie produzieren sollten. Sie schreibt im Katalog: Erst spät hat sich in unser Bewusstsein eingeschrieben, dass die größte und unmittelbarste Gefahr für unser globales Habitat von einem Stoff ausgeht, der nicht sichtbar, geruchlos und ungiftig ist. Es ist ein unbequemer Gedanke, dass sich unser Tun und Schaffen nicht nur am Boden zeigt, sondern gewissermaßen auch noch in der Luft niederschlägt. In der Schweiz sind es etwa 30% der Treibhausgasemissionen, die von Gebäuden verursacht werden. Weltweit spricht man von 40%. Unbequem ist der Gedanke auch deshalb, weil all das so schwierig zu veranschaulichen, zu berechnen, zu messen und verständlich zu machen ist. Wunderbar, dass du dabei bist heute Abend, Annette. Aus Berlin oder gegebenenfalls Tübingen möchte ich Herrn Christian Kühn begrüßen. Er ist der Bau- und wohnungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen, Bündnis 90. Er wurde 1979 in Tübingen geboren und wuchs im Süden auch auf. Er ist ausgebildeter Politikwissenschaftler und Soziologe mit einem Abschluss von der Eberhard Karls Universität in Tübingen. Ein kurzer Ausflug nach seinem Abschluss führte ihn auch in die Wirtschaftswissenschaften. Seit 1998 ist Christian Kühn Mitglied der Bündnis 90 Die Grünen. Er war Mitglied im Kreis- und Landesvorstand. Von 2009 bis 2013 war er Landesvorsitzender der Südwestgrünen. Zusammen mit Winfried Kretschmann und Silke Krebs führte er die grüne Delegation bei den Koalitionsverhandlungen mit der SPD an. Danach war er Mitglied im Koalitionsausschuss der rot-grünen Landesregierung. 2013 wurde er dann zum ersten Mal für die Grünen in den Bundestag gewählt. Und nicht erst seit dieser Zeit hat er sich den Spezialthemen des Bauens, der Stadtentwicklung, des Umweltschutzes und der nuklearen Sicherheit und nicht zuletzt auch des Verbraucherschutzes gewidmet. Er sagt: Mein politischer Schwerpunkt und mein Anliegen ist klimafreundlicher und bezahlbarer Wohnraum für alle. Die Akademie wurde ja 1696 vom späteren König Friedrich I. von Preußen mit dem expliziten Auftrag gegründet, die Politik zu beraten. Die Akademie hat sich in ihrer nahezu 325-jährigen Geschichte vielfach geändert, aber dieser Auftrag, die Öffentlichkeit und die Politik in ein Gespräch zu den aktuellen Tendenzen der jeweiligen Disziplinen zu verwickeln, ist ihr geblieben, und wir geben uns redlich Mühe, diesen Auftrag mit unseren Mitteln zu erfüllen. Allerdings müssen wir leider immer wieder feststellen, dass gerade die Politik an diesem Gespräch wenig Interesse zeigt. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass Sie hier heute da sind, Herr Kühn. Herzlich willkommen und hoffentlich auf viele Wiedersehen. Aus Stuttgart möchte ich gerne Christine Lemaitre begrüßen, die seit 2010 der geschäftsführende Vorstand der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ist.
Diese Gesellschaft, die unter anderem von zwei Teilnehmern des der heutigen Diskussion 2007 mitgegründet wurde, setzt sich für eine zukunftsfähige, gebaute Umwelt ein und versucht, verantwortungsvolles, nachhaltiges Handeln les- und messbar zu machen. Dass die DGNB-Zertifizierung von Gebäuden, Innenräumen und Quartieren in mittlerweile über 40 Ländern der Welt anerkannt ist, ist unter anderem auch Christine Lemaitre zu verdanken, denn sie hat zusammen mit einigen führenden Architekten, Planern und Ingenieuren 2017 die internationale Initiative Building Sense Now initiiert, die sich für ein klima- und kulturgerechtes Bauen weltweit einsetzt. Mit der DGNB gründete sie im vergangenen Jahr die Europäische Allianz für nachhaltiges Bauen, G17, gemeinsam mit Partnern aus Dänemark, Frankreich, Spanien, Österreich und der Schweiz. Neben der Zertifizierung setzt sich die DGNB für die Ausbildung und die Forschung in den relevanten Themen ein. Ich zitiere von der Website. Die inhaltliche Grundlage des DGNB bildet ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsverständnis, das ökologische, ökonomische und soziokulturelle Themen mit einbezieht. Es geht also gleichermaßen um die Umwelt, die Wirtschaftlichkeit und den Menschen. Christine Lemaitre ist ausgebildete Bauingenieurin mit einem Diplom von der Universität Stuttgart, wo sie auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig war. Darüber hinaus war sie als Tragwerksplanerin bei Bilfinger Berger tätig. 2008 hat sie am Institut für leichte Flächentragwerke und an der Universität in Stuttgart promoviert. Die Preisträgerin des Eco Innovator Awards, des Global Green Economic Forums, sagt: Wir müssen aufhören, uns in puncto Nachhaltigkeit immer nur Dinge vorzunehmen, sondern sie einfach machen. Nur so können wir wirklich etwas erreichen. Vielen Dank, liebe Frau Lemaitre, dass Sie heute Abend an der Diskussion teilnehmen. Hans-Christian Schellnhuber, der wahrscheinlich in Berlin oder Potsdam sein müsste, ist ursprünglich... Ja, ich bin in Potsdam. In Potsdam. Ist ursprünglich ebenfalls ein Süddeutscher, allerdings nicht ein Schwabe, sondern ein Bayer, wobei er im Landkreis Vilshofen in einer protestantischen Familie aufgewachsen ist. Schellnhuber hat in Mathematik und Physik in der Universität Regensburg abgeschlossen und dort im Jahr 1980 auch promoviert. Er hat in seiner illustren Karriere eine Vielzahl verschiedener wissenschaftlicher und akademischer Ämter im In- und Ausland bekleidet, die alle zu nennen jetzt zu weit führen würde. Aber seine Forschung über komplexe Systeme führte zur Auseinandersetzung mit Klimafragen und konsequenterweise 1992 zur Gründung des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, dessen Gründungsdirektor er war. In dieser Rolle ist Schellnhuber zu einem der wichtigsten Berater der Politik auf nationaler und internationaler Ebene zu Themen des Klimawandels geworden. Auch nach seiner Eremitierung in 2018 ist er ein weltweit gefragter Spezialist. Als Laie hat man den Eindruck, dass, wenn es überhaupt eine Person gibt, die den globalen Überblick über die klimatischen Veränderungen des Planeten haben könnte, er es eventuell wäre. Er wurde vom Spiegel mit dem Ausspruch zitiert: Wir plündern gleichzeitig die Vergangenheit und die Zukunft für den Überfluss der Gegenwart. Das ist die Diktatur des Jetzt. Ich freue mich besonders, dass Sie dabei sind, Herr Schellnhuber. Ja, ich freue mich auch und vielleicht darf ich sagen, ich habe eine schlechte Kamera, insofern sehe ich wie ein kleines grünes Männchen vom Mars aus. Aber vielleicht sollte man aus dieser Perspektive auf die Erde blicken. Okay, also so schlimm ist es nicht, ganz nebenbei. Man kann sie durchaus erkennen. Last but not at all least möchte ich Ihnen Werner Sobeck vorstellen, der heute, glaube ich, in Wien ist, wenn ich mich nicht täusche, aber ohne Lockdown auch in Stuttgart, Wien, New York, Dubai, Moskau, Buenos Aires oder anderswo sein könnte. Denn Werner Sobeck ist der Gründer des weltweit tätigen Büros für Tragwerksplanung und Engineering, das seit 1992 seinen Namen trägt. Er selbst hat unter anderem bei dem von Frei Otto gegründeten legendären Sonderforschungsbereich für weitgespannte Flächentragwerke in Stuttgart studiert und promoviert und diesen später als Professor übernommen, um ihn dann in dem von ihm gegründeten Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren, ILEC, aufgehen zu lassen.
Er ist international in Praxis und Lehre tätig, wurde vielfach geehrt und gilt als führender Spezialist für nachhaltige Strategien im Bausektor. 2011 gründete Werner Sobeck mit anderen die Stuttgart Institute of Sustainability Stiftung e.V., einen gemeinnützigen Verein, dessen Ziel die Förderung von Forschung über nachhaltige Bautechniken ist. Auch er hat dankenswerterweise zusammen mit Regine Leibinger und Frank Barkow einen Beitrag zu unserer Ausstellung geleistet, bei dem es um die effizientere Nutzung des Materials Beton geht. Für heute Abend hat Werner Sobeck für uns ein kleines Impulsreferat vorbereitet, mit dem wir unsere heutige Diskussion beginnen wollen. Werner, der Bildschirm wird eingeblendet von hier und ich möchte dich bitten, einfach ein Zeichen zu geben oder zu sagen, wenn die Folien wechseln sollen. Okay, ich glaube, die Qualität ist nicht sonderlich gut, aber es kommt ja auch eher auf den Inhalt an. Also es tut mir leid, dass das jetzt verzögert ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich fühle mich komplett unschuldig hier, wie das so ist in Österreich. Und würde Sie gern mit ein paar Themen konfrontieren, die die Diskussion heute Abend vielleicht in ihrem Anlaufen erleichtern oder vielleicht sogar gleich ein bisschen erhitzen. Hans-Joachim Schellnhuber hat vorhin gesagt, er sitzt dort mit einer schlechten Kamera und sieht ein bisschen aus wie ein Männchen vom Mars, aber das ist vielleicht auch die richtige Position. Ich glaube schon, dass das die richtige Position ist. Deswegen habe ich auch genau diese Folie hier gewählt, nämlich eine Position von weit weg. Das habe ich mir seit meiner frühen Jugend angewöhnt, beim Beobachten von Ameisenhaufen Distanz einzunehmen, um besser zu verstehen, was die Menschen tun, beziehungsweise die Tiere da unten. Und natürlich ist es so, dass wir die Welt nicht verstehen, wenn wir sie nur aus der Distanz anschauen. Wir müssen uns auch mitten hineinbegeben. Aber ich will Sie heute ein bisschen in eine Position der Distanz hinbringen. Die nächste Folie bitte. Ich habe für den weltbekannten Hersteller oder Versorger mit Licht für die Firma Zumtobel in deren neuesten Veröffentlichung 17 Thesen angeschlagen. In der nächsten Folie können Sie einige dieser Thesen mal von der Überschrift her lesen und vielleicht achten Sie auf die These Nummer 1. Das ist nämlich auch der Titel meines heutigen Stichwortreferats. Die Menschheit wächst im Durchschnitt um 2,6 Menschen pro Sekunde. Und Annette Schigro hat schon die These Nummer 2 auch erwähnt. Ich formulierte sie so, dass die große Tragödie der Menschheit wahrscheinlich darin besteht, dass CO2 durchsichtig ist und nicht riecht. Aber vielleicht lesen Sie noch die allerletzte, die These Nummer 17, nämlich Natura Mensura Est. Etwas, wovon ich zutiefst überzeugt bin. Vor der großen zentraleuropäischen Aufklärung haben wir immer gesagt, Deus Mensura Est, ein Gott oder der Gott ist das Maß aller Dinge. Und die Aufklärung hat uns dazu gebracht zu sagen, Homo Mensura Est, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und wenn wir nicht lernen, dass es die uns umgebende Natur ist, die wir als das Maß aller Dinge akzeptieren müssen, das heißt, die wir in ihrer Existenz bewahren müssen, dann wird es, davon bin ich überzeugt, die Natur zwar noch lange, die Menschheit allerdings nicht mehr lange geben. Aber vielleicht nehmen wir mal die These Nummer 1 auf und schauen die nächste Folie an. Wir haben ja viele Zahlen im Kopf und viele Zahlen erscheinen uns wichtig. Das mag der DAX oder der Dow Jones oder andere Dinge sein, die nach meinem Dafürhalten relativ unwichtig sind. Die Zahl, die die meisten Bauschaffenden, Architekten, Ingenieure, aber auch Bauausführende, Betreiber bis hin zu Abbruchunternehmen nicht kennen, ist die wohl wichtigste. Die Zahl 2,6, nämlich der Nettozuwachs der Menschheit pro Sekunde. Zwar werden 4,4 Menschen im Durchschnitt, wenn man Menschen mit einem Nachkomma-Ziffer benennen darf, geboren, aber traurigerweise sterben auch 1,8, sodass 2,6 übrig bleiben. Die nächste Folie ruft diese Zahl auf. Nächste Folie bitte. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wenn wir diesen Menschen eine gebaute Heimat geben wollen, also Sie denken an Ernst Bloch, Architektur als Produktionsversuch menschlicher Heimat, und Sie denken an das, was die Ingenieure als Aufgabe haben, nämlich das Funktionieren, das heißt den technisch-funktionalen Hintergrund dafür zu schaffen, dann fragen wir uns, wie viel Baustoff besitzt eigentlich ein Deutscher? Die Zahl streut ein bisschen, je nachdem, in welche Literatur Sie hineingehen. Wir gehen davon aus, dass 490 Tonnen pro Kopf die Zahl ist.
Aber es kommt ja auf 10% plus minus auch nicht drauf an. Würden wir jetzt, und aus welcher moralischen Position heraus könnten wir das diesen Neuankömmlingen auf der Erde verweigern, pro Kopf 490 Tonnen Baumaterial bereitstellen, um denen eine neue Heimat zu bauen, dann müssten wir pro Sekunde 1300 Tonnen Baustoffe aus der Erdkruste herausarbeiten, zu Baustoffen aufarbeiten, zu Halbzeugen weiterverarbeiten und auf der Baustelle einbauen. Man weiß, dass die dafür notwendigen Materialmengen nicht da sind und man weiß, dass die mit der Herstellung dieser Materialien verbundenen Emissionen die Erderwärmung auf mindestens 6, eher 8 oder noch mehr Grad hochkatapultieren würde. Nun kann man sagen, wer soll schon einen zentraleuropäischen Standard haben? Lassen Sie uns doch die industriellen Länder anschauen. Dort haben wir, nächste Folie bitte, immerhin noch 335 Tonnen per capita, entsprechend 870 Tonnen, die wir pro Sekunde herausarbeiten müssen. Und auch hier sind 1,5, 2 oder 3 Grad Ziele gar nicht einhaltbar. Jetzt schauen wir auf den Weltdurchschnitt und der liegt, nächste Folie bitte, bei gerade einmal 115. Jetzt kann man sagen, nun gut, der Weltdurchschnitt mit 115, die Industrieländer mit 330. Wenn wir gleichsetzen die Tatsache, dass die Versorgung mit frischem Wasser, die Entsorgung von Abwasser und Müll, der Zugang zur Bildung und der Zugang zur Gesundheit ungefähr der Standard der Industrieländer ist, dann müssten wir ja eigentlich den Weltdurchschnitt von 115 auf 335 anheben, was nichts anderes bedeutet, als die komplette existierende Welt noch zweimal dazu zu bauen. Jetzt schauen wir uns aber an, was heißt denn Weltdurchschnitt? Wir gehen bitte in die nächste Folie und stellen fest, die sogenannten Entwicklungsländer, ein Begriff, den ich nicht gerne brauche, das sind ja immerhin 6,3 Milliarden Menschen oder 80% der Bevölkerung auf diesem Planeten, die besitzen nur 60 Tonnen. Typischerweise aufzuteilen in 50-50, das heißt 50% für Infrastruktur und 50% für Hochbau. In diese 30 Tonnen pro Kapita Hochbau, da sind jetzt allerdings anzurechnen, jedes kleine Stückchen Rathaus, jedes kleine Stückchen Sporthalle etc. etc. plus das eigene Wohnen, plus der Arbeitsplatz und dann sehen Sie, dass da nicht viel übrig bleibt. Insbesondere, wenn wir uns klar machen, dass man typischerweise ungefähr 1,5 Tonnen Material braucht, um einen Quadratmeter Wohn- oder Arbeitsfläche zu installieren. Und jetzt taucht die Frage auf, wenn wir diesen Menschen in den Entwicklungsländern, nächste Folie bitte, einen Baustandard geben, der sie hochhebt auf das Niveau der Industrieländer, dann müssten wir also für 80% von 7,7 Milliarden Erdenbewohnern die Differenz von 335 zu 60 bauen, nämlich 1700 Gigatonnen. Und das ist eine Zahl, die kann sich überhaupt niemand vorstellen. Und bei solchen großen Zahlen habe ich typischerweise für meine Studierenden immer ein Gleichnis der Äquatorialwand formuliert, etwas, was man nie vergisst. Also wir bauen jetzt eine Wand entlang des Äquators. Die ist wie jede normale Wand 30 cm dick, sie ist aber 40.000 Kilometer lang. Und die Höhe dieser Wand ist uns der Indikator für die Menge Material, die wir bereitstellen müssen, um den heute auf der Welt lebenden Menschen Zugang zu Bildung und Gesundheit, ein menschenwürdiges Dasein mit sauberem Wasser und einer vernünftigen Abfallentsorgung zu gewährleisten. Die nächste Folie bitte. Manche haben das schon ausgerechnet und die nächste Folie bitte. Diese sogenannte Äquatorwand wäre dann 56 Kilometer hoch. Und das gibt Ihnen eine Dimension dessen, was wir eigentlich auf dieser Welt zu leisten haben, wenn wir einen sogenannten Gleichstand herbeiführen wollen, von dem man ja immer wieder auch dann spricht, wenn man sagt, wir müssen Migrationsbewegungen unterbinden und wir müssen das Elend auf der Welt reduzieren. Dies ist die Zahl. Und es ist jedem klar, dass es nicht darstellbar ist. Die Frage wird also sein, wie können wir diesen Menschen trotzdem ein menschenwürdiges Zuhause bieten und wie können wir den 2,6 Menschen Nettozuwachs pro Sekunde, die ja hier noch dazukommen und deren Äquatorwand jedes Jahr ungefähr 1500 bis 1800 Meter hoch wäre, wie können wir die mit einer gebauten Welt versorgen? Die nächste Folie bitte.
Was ist die neue Regel, die wir daraus ziehen können als eine der technischen Konstituenten für das Bauen von morgen? Der Satz ist ganz einfach, heißt Build for More with Less. Mit emissionsfreiem Bauen oder zumindest mal einem emissionsminimalen Bauen. Wir werden im Laufe des Abends noch darauf zukommen. Ich notiere hier aber eines, ich spreche nicht von Energie und der allgemeinen irreführenden Trend, die Menschen mit Energieeffizienzmaßnahmen zu plagen, anstatt ihnen zu sagen, dass wir gar kein Energieproblem haben, sondern dass wir an einem Emissionsproblem leiden. Die nächste Folie bitte. Also es geht um materialsparend Bauen. Die nächste Folie bitte. In diesem Kontext natürlich der klassische Leichtbau, ganz stark vertreten in Stuttgart, die Gradiententechnologien und die adaptiven Systeme. Dies alles hilft uns, bis zu 50-60% an Baustoffen zu sparen. Das ist aber mit Sicherheit immer noch nicht genug. Die nächste Folie bitte. In der nächsten Folie, die jetzt gleich aufscheint, weise ich darauf hin, dass wir bei diesem Bau natürlich auch Verschnitt und Abfall minimal bauen müssen. Weil schließlich steht weltweit das Bauschaffen für ungefähr 50% der Massen, des Massenmüllaufkommens. Das nächste bitte. Und wir müssen emissionsminimal bauen. Also es ist eine Mehr, dass man mit null Emissionen bauen kann und es gibt auch gar keine Möglichkeit, dass man auch noch klimapositiv bauen kann. Das sind im Grunde genommen alles Irreführungen. Wir haben ein gewisses Kontingent an CO2, das wir noch emittieren dürfen, um ein X-Grad-Ziel zu erreichen. Und wir haben ein anderes Kontingent, das wir emittieren dürfen, um ein Y-Grad-Ziel zu erreichen. Und wenn wir etwas emittieren heute, dann konsumieren wir eben von diesen Kontingenten eine gewisse Menge weg. Und dieses Emittieren von heute können wir nicht von Bindungen CO2 in der Vergangenheit kompensiert wissen. Das funktioniert nicht. Das nächste bitte. Also emissionsminimal heißt vermeiden, reduzieren oder kompensieren beispielsweise, nachdem wir noch keine großtechnischen Anlagen haben, um CO2 in signifikanter Menge aus der Atmosphäre zu entziehen, wäre eine Kompensationsstrategie des Pflanzen von Bäumen. Nur als eine Handreichung, die Produktion von einem Kubikmeter Stahlbeton emittiert ungefähr 330 Kilogramm CO2. Dazu brauchen Sie ungefähr 4000 Bäume in der Phase stärksten Wachstums, die dann einen Tag atmen müssen, um genau dieses CO2 wieder zu kompensieren. Das heißt, für so eine größere Baustelle brauchen Sie einen Wald in der Größenordnung eines bundesdeutschen Bundeslandes. Das nächste Bild, bitte. So, natürlich müssen wir verstärkt nachwachsende Rohstoffe einsetzen. Keine Diskussion. Und ich denke, Kollege Schellenhuber wird darauf nachher auch nochmal im Detail zurückkommen. Wir müssen aber auch, nächstes Bild, recyclinggerecht bauen. Etwas, was ich 1988 in die Szene eingeführt habe und wo man mir damals ungläubig mich anschaut, immer gesagt hat, bist du jetzt völlig von der Schiene gekommen oder was hast du vor? Ich erinnere nochmal, wenn das Bauschaffen für 50%, 60% des Massenmüllaufkommens steht, dann ist recyclinggerechtes Bauen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass wir schon bei ersten Baustoffen eine Shortage erreichen, ein Gebot der Stunde. Und das nächste Bild bitte. So, und dazu gehört natürlich vollkommen konsequentes Bauen mit Rezyklaten. Weil wenn wir das recyclinggerecht bauen, dann haben wir in der Rückbauphase eine Reihe von Baustoffen, Sorten rein vor uns liegen, die man ja wieder mit einbauen möchte. Und zwar nicht zur Verfüllung von Kohlebergbadsgruben und auch nicht zum Anschütten von Deponiewänden oder von Lärmschutzwellen entlang der Autobahn. Das sind höchstwertige Materialien, die im Grunde genommen ein 1:1 zurückführen in die Kreisläufe erlauben. Nächstes Bild bitte. Also darum geht's. Ich habe gerade gesprochen über diese material- und emissionstechnischen Notwendigkeiten, auf die wir achten müssen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn wir eine andere Überschrift haben und die heißt Natura Mensura est. Der Erhalt der Naturfunktionen und Funktionalitäten ist das, was die Menschheit braucht, um selber erhalten zu können. Dass das Ganze letztlich in eine neue Form des Wirtschaftens und des Miteinanderlebens übergeht, das ist den meisten von uns klar.
die meisten wollen dann noch verdrängen, dass diese neue Form des Wirtschaftens wahrscheinlich nicht mehr die kapitalistische Wirtschaftsform ist. Und das gebe ich jetzt hiermit zur Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Werner Sobeck. Ich weiß nicht, ich hoffe, tut mir leid, dass die Technik nicht einwandfrei funktioniert hat, aber ich glaube, du bist durchaus verständlich gewesen für alle Beteiligten. Und ich würde gerne gleich Hans-Christian Schellnhuber bitten, vielleicht auf diesen Exkurs zu antworten. Sie sind ja eigentlich kein Architekt und haben sich aber trotzdem auch eingelassen auf die Zusammenarbeit mit uns in unserem Katalog und haben uns einen sehr lesenswerten und bedenkenswerten Essay geliefert, was im Katalog auch veröffentlicht ist, wo Sie, sagen wir mal, vielleicht wollten Sie uns Mut machen, kann sein, aber zumindest doch eigentlich einen Weg aufzeigen, der möglicherweise das Bauen in der Zukunft, sagen wir mal, erdfreundlicher machen könnte. Sie sprechen vom kyborganischen Bauen. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie das ein bisschen erklären zunächst, was damit gemeint ist. Ich beginne vielleicht damit, dass mein Vorname nicht Hans Christian ist, sondern Hans Joachim. Das heißt, irgendwelche Anspielungen auf Märchenerzähler, Hans Christian Andersen, würde ich zurückweisen. Ich versuche tatsächlich, die Wahrheit zu sagen und keine Fantasien zu entwickeln. Nein, Sie müssen mir verzeihen, Herr Sauerbruch, diesen Ball musste ich einfach aufnehmen, nicht? Das war eine ideale Gelegenheit, einen Scherz loszuwerden. Wir sollten ja nicht, obwohl die Situation, die Situation ist zwar todernst, trotzdem sollten wir nicht todernst werden, weil dann haben wir schon verloren. Wie immer sehr beeindruckend, wie prägnant Herr Sobeck die Dinge auf den Punkt bringt. Ich würde dennoch sagen, dass ich optimistischer bin, was den Einsatz organischen Materials angeht. Wir haben vor kurzem in einer sehr wichtigen Publikation, in einer Top Journal Nature Sustainability, durchgerechnet, was passieren würde an CO2-Bindung, wenn man jetzt die künftigen 2 Milliarden Menschen, das demografische Wachstum wird ja langsam zum Erliegen kommen. Irgendwann werden wir wahrscheinlich Mitte des Jahrhunderts einen Höhepunkt erreichen, vielleicht bei 9 Milliarden Menschen, vielleicht sogar weniger, dann wird es langsam wieder nach unten gehen. Wenn wir also die zusätzlichen Milliarden Menschen, auf die Herr Sobeck ja angespielt hat, tatsächlich in Häusern unterbringen würden, vielleicht nicht nach deutschem Standard, die zu 90% aus Holz gebaut wären, nur zu 10% aus anderen Materialien, würden wir eine erhebliche Entnahme von CO2 aus der Erdatmosphäre generieren. Und zwar im Gegensatz zu dem, dass wenn das umgekehrt wäre, dass zu 90% aus Stahlbeton, 10% Holz, wir eine erhebliche zusätzliche Summe von CO2 in die Atmosphäre freisetzen würden. Also der Unterschied, dem ein doppelter Gewinn, den man hat, nicht nur vermeidet man massive Emissionen, sondern man entzieht netto der Atmosphäre sogar eine erhebliche Menge von CO2. Die Frage war erstmal nicht, ist das technisch, ökonomisch realisierbar? Wir gehen aus von den jetzigen Baumöglichkeiten. Wir haben vor allem nachgerechnet, ob genügend Wälder vorhanden wären für Bauholz, was der Transport kosten würde und so weiter. Das Ganze macht nur Sinn, darauf hat Werner Sobeck ja auch hingewiesen, wenn man das Ganze als eine permanente Kohlenstoffpumpe betreibt. Also Wälder sollten aufgeforstet werden, angelegt werden, gemanagt werden, aber dann möglichst geerntet, um sofort wieder Platz zu machen für neue Bäume. Und nur dann, wenn ich das permanent im Kreislauf führe, je schneller und größer der Umtrieb ist, je schneller die Bäume wachsen, desto größer ist dieser Pumpeneffekt natürlich. Ja. Und jetzt kommt die andere große Problematik, der Klimawandel, der ja schon existiert. 1,1 Grad Erwärmung haben wir bereits. Ein Pariser Abkommen wird angestrebt,
die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, was eine gewisse Herausforderung darstellt, nicht? Es wird eng. Wenn wir also dann in dieser Richtung versuchen, die Erderwärmung zu begrenzen, dann wird nichtsdestoweniger der Klimawandel massiv auf die jetzt existierenden Wälder Einfluss nehmen, nicht? Und wir haben im Augenblick in Deutschland ja tatsächlich das Waldsterben, das Sprichwörtliche, das in den 80er Jahren gar nicht so verheerend war. Damals war es die gewöhnliche Luftverschmutzung, vor allem durch Schwefelemissionen. Jetzt haben wir in Kombination von Dürre, Borkenkäfer, Sturmschäden und dergleichen ein veritables Waldsterben. Das heißt, der Umbau unserer Wälder muss auf jeden Fall geschehen. Dabei kann ich den Blick nach Europa richten, sogar weltweit. Und wenn man das dann ansieht, welche Flächen zur Verfügung stehen, degradierte Flächen, nehmen Sie ganz Indien, was früher von Monsunwäldern bedeckt war und jetzt quasi vollkommen entwaldet ist, jedenfalls südlich des Himalayas, dann gibt es ein erhebliches Potenzial. Also, erster Faktor der Gleichung ist Holzbau in diesem Fall. Zweiter Faktor ist nachhaltiger Waldbau. Und jetzt kommt der dritte, der interessante noch, die Digitalisierung, die ja zu den großen Trends gehört. Wir haben drei große Herausforderungen heute. Das eine ist der Klimawandel, das zweite ist der Umgang mit der Digitalisierung. Das dritte ist die soziale Segregation, also der Zerfall der Gesellschaften in immer heterogenere Teile. Und jetzt die Digitalisierung, wenn die richtig eingesetzt würde, ich habe gerade mit dem wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung dazu großes Gutachten vorgelegt. Wenn sie richtig eingesetzt würde, könnten wir enorm unsere konstruktiven Fähigkeiten verbessern. Im Holzbau kommt es ja schon zum Einsatz, natürlich auch im Leichtbau, das ist ganz klar, computergestütztes Vorgehen. Aber es würde eben zum Beispiel auch bei Additive Manufacturing, was man eben gewöhnlich als 3D-Drucken bezeichnet und so weiter, genau das, was Werner Sobeck sagt, materialminimal sozusagen bauen, zum Einsatz kommen. Und vergessen Sie nicht, was wir heute Abend tun, ist ja genau ein Beispiel dafür, wie man unter Vermeidung physischen Transportes kommuniziert. Wir sitzen quasi jetzt alle im Homeoffice und trotzdem treffen wir uns im virtuellen Raum. Also die Arbeitswelt und die Art, wie wir zur Arbeit uns bewegen, wird sich beschleunigt durch die Pandemie und die Erfahrungen jetzt massiv verändern. Das heißt, wir werden eben auch ganz andere Wohnstrukturen in Zukunft haben, andere Arbeitsstrukturen. Wenn ich das alles zusammennehme, kann ich mir vorstellen, dass vom Einzelgebäude bis zur Landschaftsstruktur so etwas wie ein kyborganisches Paradigma entsteht. Wir reden ja von Cyborgs schon lange im Science-Fiction-Roman, also Menschen, die quasi durch technische Möglichkeiten verbessert werden, in Anführungszeichen. Aber ich habe eine Vision, und da würde ich alle Architekten, Designer, Planer einladen, dass wir durch Verbindung des natürlichsten aller Materialien, also Holz, und den fortgeschrittensten kognitiven Werkzeugen, die die Menschheit je entwickelt hat, nämlich Deep Machine Learning, künstliche Intelligenz, also die Verbindung des Einfachsten mit dem Komplexesten, zu einer neuen Baukultur kommen könnten. Das hört sich megalomanisch an, das darf ich aber sein, weil ich Außenseiter in Ihrer Community bin. Insofern darf ich mir überspannte Visionen erlauben und Sie können mich zurechtweisen. Und das ist in diesem Essay eben zugrunde gelegt. Aber ich beschäftige mich seit einigen Jahren, eigentlich seit vielen Jahren, mit dem Bauwesen als dem, ja, im Englischen würde man so schön sagen, Elephant in the Climate Room. Also der Sektor, der kriegsentscheidend ist, wenn wir das Klima noch stabilisieren wollen, der bisher ignoriert wird, der aber ein enormes Potenzial hat. Und da, glaube ich, wird es nur gelingen, dieses Potenzial zu mobilisieren, wenn wir im Grunde genommen eine neue Epoche des Bauens ausrufen.
was meiner Ansicht nach als Kyborganik bezeichnet werden könnte. Und in die einzelnen Gewerke kann ich jetzt hineintauchen. Also ich habe mich schon in den 70er Jahren mit neuronalen Netzen beschäftigt, woraus dann später das sogenannte Machine Learning entstand. Ich habe mich natürlich mit der Klimafrage beschäftigt, ich habe mich mit den chemischen Reaktionen beschäftigt, die entstehen, wenn wir unsere herkömmlichen Materialien produzieren. Wir können also gerne eine Tiefbohrung in den Gewerken durchführen. Aber was uns fehlt bisher, ist eben ein mächtiges Narrativ, dass wenn wir den Baubereich sozusagen in den Dienst der Bewahrung der Lebensgrundlagen der Menschheit stellen wollen, dass wir dann nicht nur einzelne technische Lösungen brauchen, sondern wir brauchen eine neue Erzählung. Ja, wahrscheinlich brauchen wir eine neue Stil-, Kunst-, Kultur-, Bauform. Das ist jetzt ein ziemlich großer Einwurf, den ich gemacht habe. Und jetzt dürfen Sie über mich herfallen. Entschuldigen Sie bitte nochmal den Fauxpas mit dem Vornamen. Das tut mir außerordentlich leid, aber ganz offen. Nein, meine Fantasie wäre auch durchgegangen. Das ist bei Architekten. Hans-Christian oder? Ist kein schlechter Vorname. Aber ich würde ganz gerne Thomas Auer da fragen, weil wir haben mal vor, ich weiß nicht was, ein paar Jahren haben wir mal ein gemeinsames Interview gegeben für die Bauwelt. Da ging es um die Frage, wie entwickelt sich das nachhaltige Bauen weiter? Und wir waren eigentlich beide an einem Punkt, oder vielleicht du schon früher als ich. Ich habe es vielleicht eine Weile gebraucht, bis ich es kapiert habe, dass wir das Gefühl hatten, dass die Optimierung von Systemen in Gebäuden, die da also sozusagen dazu beitragen sollen, dass weniger Energie verbraucht wird und damit auch natürlich weniger Ressource, also weniger fossile Ressource zum Einsatz kommt und dann auch weniger Emissionen entsteht, dass das an gewisse Grenzen gestoßen ist. Ich kann ein ganz konkretes Beispiel erzählen aus meiner Praxis. Wir haben 2005 das Umweltbundesamt in Dessau fertiggestellt, auch ein Holzbau in Teilen zumindest, und hatten ganz großartige Ziele und auch, sagen wir mal, Simulationen erstellt, die von einer gewissen Leistung ausgingen, die notwendig wäre, um das Gebäude zu betreiben, und sind im ersten Jahr, haben das dann auch ordentlich monitoren lassen, und was ja nicht ganz selbstverständlich ist, aber wir hatten verlässliche Zahlen und sind im ersten Jahr auf ein Ergebnis gekommen, was ungefähr um 100% über dem lag, was wir eigentlich uns gewünscht hatten. Und dann kam die Frage, wie kann das sein? Und gab es natürlich allerlei Analysen und Überlegungen und so weiter und so fort. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass ein großer Teil des Problems natürlich auch mit den Benutzern zu tun hat, weil ein Gebäude natürlich keine Maschine ist, kein unabhängiger Apparat, der einfach vor sich hinrattert oder irgendwas produziert, sondern das ist etwas, was bewohnt ist und eben in dem Menschen zugange sind. Und die ganzen Systeme jetzt, also wenn man von Systemen sprechen kann, also was weiß ich, die Lüftung, die Heizung und die Kühlung und so weiter und so fort, sind natürlich, werden von Menschen bedient und müssen von Menschen auch akzeptiert und gewollt sein. Das heißt, wir benötigten einen gewissen, sagen wir mal, eine gewisse Ausbildung, wenn man so möchte, oder zumindest eine Informationskampagne, um den Menschen, die in dem Gebäude waren, klarzumachen, auf welche Art und Weise man das Gebäude am besten zum Funktionieren bringen könnte. Und ausgehend von dieser Erfahrung hatten wir einfach das Gefühl, dass möglicherweise dieses Form follows Performance, also wir bauen jetzt nur noch Gebäude, die sozusagen aus ihrer hoffentlich extrem ökonomischen Funktionsweise her entwickelt sind, offensichtlich Grenzen hat. Und wir fingen eben auch an, so wie Sie das jetzt eben beschrieben haben, mehr über Baumaterialien nachzudenken, wie sogenannte graue Energie. So, und ich erinnere mich an eine Diskussion in dem Zusammenhang mit Thomas Auer. Wir haben das beide festgestellt, dass eigentlich in unserer Denkweise sich einiges geändert hatte und dass wir uns auf einen anderen Weg begeben oder den Weg erweitern müssen, das Blickfeld erweitern müssen. Und Thomas hat aber dann mir auch erklärt, dass, wenn man auf den deutschen Markt guckt, dass zumindest im Bausektor der CO2
die CO2-Emissionen und der Ressourcenverbrauch durchaus zurückgegangen ist, dass aber insgesamt, wenn man die gesamte Gesellschaft betrachtet, die Kurve munter nach oben zeigt. Und du sprachst damals vom Rebound-Effekt, also von der Tatsache, dass Menschen, wenn sie eben beispielsweise ein besseres Auto, ein Hybridauto oder ein Elektroauto, was meinetwegen weniger CO2-Ausstoß hat und so weiter, fahren, sich dabei so gut fühlen, dass sie das Gefühl haben, es könnten auch zwei sein. Und wenn sie es leisten können, dann eben meinetwegen auch noch ein drittes. Und dass auf diese Art und Weise durch die Akkumulation der optimierten Objekte, Systeme, Maschinen und so weiter, das Ganze im Grunde genommen negiert wird. Die Frage ist so ein bisschen, Thomas, vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz ein bisschen beschreiben, aber wie siehst du das auch in deinem Ansatz, sozusagen der Zusammenhang zwischen Stadt und Energieeinsatz oder Emission, wo siehst du da eine Zukunft? Okay, dann versuche ich mal ja, gerne. Schnell noch eine Anmerkung loszuwerden, weil ich kenne das Gebäude, das Umweltbundesamt in Dessau gut, und es ist ein im Prinzip großartiger Entwurf, aber die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, überraschen mich in der Tat nicht. Vielleicht nur als Illustration zu dem kyborganischen Ansatz. Die deutsche Automobilindustrie oder die Automobilindustrie weltweit versucht krampfhaft ein autonomes Auto zu bauen, wo man sich fragt, wozu braucht man das wirklich, nicht? Braucht man überhaupt ein Auto, wäre natürlich die erste Frage. Aber wie wäre es mit einem autonomen Gebäude zum Beispiel, das mit entsprechender Intelligenz ausgestattet, wie eine liebevolle Gouvernante ihre Bewohner dazu bringt, sich eben so zu verhalten, wie der Architekt das gewünscht hat. Da hätte ich einiges dazu zu erzählen, aber da würde ich vielleicht lieber die Annette Gigon fragen, weil ich glaube, die auch Erfahrung hat mit Steuerungssystemen oder zumindest dem, was man heute oder in den letzten 20 Jahren bekommen konnte auf dem Markt. Annette, hörst du und kannst du mal was sagen, ob du verbunden bist? Ich höre euch und sehe euch. Hört ihr mich auch? Ja, wunderbar. Alles klar, ja. Gut, ich mit Artificial Intelligence and KI habe ich nicht ganz so viel am Hut. Ich hätte mir immer mal wieder gewünscht, dass eine Heizung merken würde, dass es schönes Wetter wird, indem die Wetterprognose da zurückgespeichert wird. Und als ich da mal fragte, vor 7, 8, fast 10 Jahren, ob es das gäbe, auch für kleinere Häuser, hat er mir geantwortet, dass das nur für ganz große Gebäude möglich sei. Und dass man noch nicht so weit sei. Aber das ist jetzt gerade die letzte Erfahrung, die ich dazu habe. Ich meine eigentlich, dass es trotzdem eine wichtige Art und Weise wäre, wie die Gebäude auf das Wetter reagieren könnten, sofern dann die Bewohner sich nicht allzu stark beobachtet fühlen. Und natürlich durch ein kluges, allzu kluges Haus vielleicht auch eingeschränkt in ihren Freiheiten. Aber wenn wir noch bei diesen Zahlen sind oder vielleicht den Möglichkeiten, sich mit künstlicher Intelligenz oder zumindest mal mit Tools helfen zu lassen beim Bauen und beim Wohnen und beim sich verhalten auf der Welt als Mensch, gibt es schon etwas, was ich da eigentlich gerne in die Runde tragen würde, nämlich eine Art Möglichkeit, eine Art Nachschaubarkeit, was dann wirklich die effektiven Emissionen sind bei dem, was wir tun. Erstens beim Bauen und zweitens beim Nutzen. Wir sind jetzt da immer noch, obwohl es Computer gibt und obwohl es Big Data gibt, sind wir eigentlich in einer Art Dreisatz, Zusammenzahl, Subtraktion, Methode, wie wir Zahlen, die uns da in gewissem Maße zur Verfügung stehen, dann
wirklich so Handgelenk mal B-mäßig zusammensetzen sollen und dann verschiedene Zahlen schlau werden sollen. Und ich meinte, dass man uns Architekten wirklich helfen könnte, wenn man diese Daten, die es gibt, über die CO2-Emissionen bei der Herstellung von Baustoffen, beim Verwenden, Bauen mit Baustoffen, viel einfacher einsetzen könnte, damit ihr damit entwerfen könnt. Also ein Tool, ein einfaches Instrument, wie wir abschätzen können, was besser und was schlechter ist, das wäre wirklich ein Fortschritt beim Bewusstwerden, beim Lichtwerfen auf dieses unsichtbare Element CO2. Und natürlich müsste das dann auch wieder gegengerechnet werden, die graue Energie bzw. die nicht erneuerbare Primärenergie für die Erstellung gegengerechnet gegen den künftigen Verbrauch, den die Leute haben, wenn man sie normal nutzt. Und das wäre so wie eine Art, ja, das sind Gleichungen, die sind nicht wahnsinnig kompliziert, aber das ist wirklich nicht Rocket Science. Aber es müsste einfach ganz einfach handhabbar sein. Und vielleicht noch nicht einmal in einer Genauigkeitsstufe, wie es heute diese BIM-Programme sind, in Information Modeling. Es müsste eigentlich eher so eine Art BIM sein, eine Art Building Emission Modeling oder Building Energy Modeling, weil Energie und Emission sehr stark zusammenhängt, also ein BEM. Das wäre etwas, was uns sehr helfen würde. So viel zu technologischer Unterstützung. Vielleicht nochmal, Thomas, ist da inzwischen eine Verbindung zustande gekommen? Kannst du inzwischen antworten? Ich glaube, jetzt müsste es gehen, oder? Ja, sehr gut, ja. Wunderbar. Also erstmal muss ich sagen, Matthias, ich fürchte, du hast dieses Gespräch sehr viel besser in Erinnerung wie ich. Aber ich finde es trotzdem wichtig und gut, dass du diesen Aspekt des Benutzers nochmal in die Diskussion eingebracht hast. Und ich finde es auch sehr wichtig und sehr gut, was Herr Schellhuber gesagt hat, dass wir, glaube ich, ein neues Narrativ im Bauen brauchen. Und Teil dieses Narrativs muss natürlich der Nutzer sein. Und ein schönes Beispiel dazu, finde ich, wir haben mit Florian Nadler zusammen an der TU München eine Studie gemacht, wo wir in 12 Schulen Messungen durchgeführt haben und auch den Energieverbrauch dann simuliert und haben die Schulen verglichen und Schulen durch die unterschiedlichen Epochen. Und angefangen mit einer Studie von 1898 von Theodor Fischer, die in 120 Jahren nicht einmal grundsaniert wurde. Also außer Farbe ist in 120 Jahren nichts passiert. Und diese Schule mit ihren 60 cm dicken Backsteinmauern, Außenwände, 40 cm dicken Backsteininnenwänden, mit 4 Meter Raumhöhe statt 3 Meter Raumhöhe, mit 80 Quadratmeter Klassenraum statt 60 Quadratmeter Klassenraum, mussten wir feststellen, dass sie von allen natürlich belüfteten Schulen die beste Luftqualität hatte. Dass sie von allen Schulen die beste Tagesbelichtung hatte, durch die hohen Fenster, die dann sehr tief die Räume belichtet haben, mit relativ wenig Fensterflächenanteil. Sie hatten keine akustischen Maßnahmen, hatte trotzdem die beste Akustik, weil durch die 4 Meter hohen Räume allein die Vorhänge für den Blendschutz ausgereicht haben für eine perfekte Akustik. Und selbst beim Energieverbrauch war die Schule nur unwesentlich schlechter wie die modernste Schule, die Florian Nagler als Holzbauschule gebaut hat. Geht jetzt an der Stelle nicht um Holzbau. Und auch beim sommerlichen Komfort ohne Kühlung hatten wir den besten sommerlichen Wärmeschutz ohne maschinelle Kühlung von allen nicht gekühlten Schulen. Wir würden heute sowas als Multi-Objective Optimization bezeichnen. Und ich habe das Gefühl, dass uns so ein bisschen einfach der gesunde Menschenverstand verloren ging, dass wir immer einzelne Parameter im Bauen optimiert haben, vor allem ökonomisch optimiert haben und in Konsequenz aber Florian Nagler unter seiner Schule, die super raumoptimiert ist, wie wir halt heute bauen,
im Gegenzug eine Turnhalle unter das Gebäude bauen musste, für die technischen Systeme, die dann alles kompensieren, was wir nicht mehr natürlich hinkriegen. Wir bauen jetzt den Raum unter der Erde, anstatt den Nutzer den Raum zu geben. Und ich glaube, das muss wieder Teil des Narrativs sein. Wir bauen hochtechnisierte Gebäude, hochoptimierte Gebäude, die der Nutzer nicht mehr versteht. Und das, was du angesprochen hast mit dem Rebound, diese 100%, ist jetzt super hoch, aber die ganze Wissenschaft, die ganzen Studien zeigen, dass eigentlich 70% der Durchschnitt ist, dass wir einen Performance-Gap haben von 70%. Und sagen wir mal, Herr Zubeck, Sie haben das wunderbar aufgezeigt, dieses Thema der Materialität und die Wichtigkeit, dass wir in Materialität denken. Aber nichtsdestotrotz ist auch dieser Gebäudebetrieb Teil des Narrativs. Und das ist das Schöne, wir haben jetzt eine neue Studie gemacht, wo wir gezeigt haben, auch mit Holz zwar weniger thermische Masse hat, aber die hygroskopischen Eigenschaften von Holz zu hervorragenden Raumqualitäten führen können. Also ich glaube, dass wir das alles wieder zusammen in ein Narrativ bringen müssen, wo wir auch den Nutzer und Komfort wieder neu diskutieren müssen, wo es nicht sein kann, dass wir im Winter Räume auf 24 Grad heizen und im Sommer auf 23 Grad kühlen. Wir haben in Singapur eine Schule gebaut, die Architekturschule der National University in Singapur als Nullenergiegebäude, sechsgeschossig, was nur funktioniert in Singapur, indem man Komfort neu denkt. Was ist Komfort? Es ist nicht komfortabel, wenn wir im Sommer aus 35 Grad in den Kühlschrank reinlaufen. Wir müssen das neu denken und wir haben bei unseren Gebäuden, bei allen, die wir, sagen wir mal, Post-Occupancy Evaluation durchgeführt haben, bei Gebäuden, die wir human kühlen, auf 24 bis 26 Grad, kriegen wir im Sommer nur Beschwerden über zu kühl, nie über zu warm. Also wir müssen das, glaube ich, insgesamt ein besseres Verständnis kriegen, was wirklich komfortabel ist für den Nutzer. Und ich glaube, dass der Nutzer sehr viel weniger braucht, als wir immer glauben, dass der Nutzer braucht und haben will. Ja, wobei sagen wir mal, der Aufschlag war ja zunächst mal einer über die Ressourcen, die ganz offensichtlich beschränkt sind und sozusagen optimal eingesetzt werden müssen. Und in deinem Beispiel von der Schule von Theodor Fischer spielt natürlich die Zeit eine entscheidende Rolle. Wenn du jetzt die Schule mit von Florian Nagler vergleichst mit der von Fischer, dann wird da sicherlich viel mehr Material verbaut und wird wahrscheinlich viel mehr sozusagen Substanz eingesetzt, was sich erst über die lange Lebenszeit dann wahrscheinlich wieder einrenken kann. Das führt doch eigentlich zu einer direkten Frage an Frau Lemaitre. Sie müssen ja nun zwangsläufig heute Abend die DGNB vertreten und die DGNB hat sich sehr zur Aufgabe gemacht, sozusagen Nachhaltigkeit zu messen, also irgendeine Art und Weise eine Art von Qualitätsstufe einzuführen, um diese Zertifikate zu vergeben, die ja dann wiederum die Leute oder die Bauherren motivieren soll, in diese Bereiche zu investieren und damit auch daraus auch, sagen wir mal, Vorteile im Sinne von Marketing und Ähnlichem zu schöpfen. Wie funktioniert das mit der Zeit? Also wie kann man wirklich, ab wann ist ein Gebäude nachhaltig? Wie kann man das überhaupt wirklich einschätzen? Ja, also ich vertrete natürlich die DGNB und die Position der DGNB sehr gerne. Ich denke, jetzt ist es eben im Detail zu erklären, das ist wahrscheinlich viel zu weit, aber ich denke, wir haben es ja eigentlich heute Abend schon sehr, sehr gut gesehen, dass wir gerade doch auch dazu neigen, ein bisschen alle anderen vorbeizugehen. Wir reden über das große Ziel, den Klimaschutz umzusetzen, die Relevanz des Bauens, das Thema graue Emissionen aus den Bauprodukten, Betriebsenergie. Und genau darum geht es uns als DGNB und warum haben wir so ein Zertifizierungssystem entwickelt. Die Themen sind einfach zu wichtig, als dass wir sie nicht messen. Ich glaube, wir haben einfach im Bau eine Kultur der Intransparenz. Wir haben keine Fehlerkultur. Wir gehen ja nie zurück und fragen, was ist denn eigentlich aus den Projekten geworden. Wir machen im Grunde genommen nicht in den Detail nochmal rein. Was hat es gebracht? Wie geht es den Menschen da drin? Und genau darum geht es uns im DGNB-System, dass wir den ganzen Lebenszyklus betrachten, dass wir die Themen auch an die unterschiedlichen Akteure ranbringen, dass eben der Architekt sich auch damit beschäftigen muss,
Wie sieht denn nachher der Verbrauch von dem Gebäude aus? Wie geht es denn den Menschen da drin? Was macht das Facility-Management, dass sich die Leute auf den Baustellen mit dem Thema Ressourcen und Schadstoffe beschäftigen müssen? Machen wir es eigentlich auch über so ein Zertifizierungssystem und über diese Ganzheitlichkeit und auch über die Konsequenz, dass wir all die verschiedenen Akteure, die an dem Bauprojekt involviert sind, überhaupt mal auf gleiche Ziele bringen? Weil das ist doch unser ganz großes Problem. Wir haben immer alle tolle Ideen, es gibt immer tolle Entwürfe, wir sehen tolle Renderings. Und dann geht ja der ganze Spaß los, dann kommt irgendwann die Ausschreibung, da bricht dann die Qualität das erste Mal, dann geht es auf die Baustelle. Wenn da keine Qualitätssicherung stattfindet, dann passieren da auch verrückte Dinge und nachher wundert man sich, dass das, was da rauskommt, nicht das ist, was man ganz am Anfang mal im Entwurf gesehen hat. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist und dass so ein Zertifizierungssystem, wie wir es entwickelt haben, notwendig ist, um diese erforderliche Markttransformation überhaupt hinzubekommen. Dass wir überhaupt es schaffen, dass der Architekt, der Investor, der spätere Nutzer, die Baufirma, bis hin zu den Leuten auf den Baustellen, weil das sind ja auch Menschen, die dort arbeiten, jeden Tag unter immensem Zeitdruck, dass die alle die gleichen Zielsetzungen verfolgen, dass die alle Dinge an die Hand bekommen, Werkzeuge an die Hand bekommen, um mit dieser Komplexität der Themen umzugehen. Und ich denke, wir wissen das ja alle, im Bauwerk ist es immer eine kontextbezogene Aufgabe. Nachhaltigkeit ist immer ein Zielkonflikt, gerade im Bauen. Und diese Zielkonflikte auch mal transparent zu machen, ganz bewusst Entscheidungen zu treffen, darum geht es uns im BGNB-System. Und ich denke, wir haben das gezeigt, über mehr als 10 Jahre Zertifizierung, über mehr als 7000 Projekte. Es geht, dass diese Projekte alle eine Ökobilanz haben, dass die sich damit beschäftigen, was sind die Emissionen der Baute über die Nutzung, dass sie Lebenszykluskostenberechnungen anstellen, dass sie wegkommen von diesem schnell und günstig am Anfang hin zu mehr Qualität, dass sich auf einmal Architekten und Bauherren damit auseinandersetzen. Was sind eigentlich Instandhaltungszyklen? Wie kann man eigentlich nachher so ein Gebäude vernünftig betreiben? Und wie können wir auch dieses ganz wichtige Thema Monitoring auch in die Projekte reinbringen? Und ich glaube, wir müssen da ein bisschen auch das Ablegen, die Sorge oder das Thema Transparenz immer so ein bisschen als Marketing-Element zur Seite zu legen. Im Grunde, wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir die Dinge transparent machen. Wir haben heute viele große Zahlen gehört und wir müssen doch im Grunde es bei jedem Bauprojekt ganz genauso machen. Wir müssen es eben messen, wir müssen es ganz bewusst entscheiden und wir müssen es wirklich durchziehen über die gesamte Kette bis in den Betrieb der Gebäude. Und da müssen wir, glaube ich, schon auch an die Architekten und Planer appellieren. Die müssen auch eine Kultur entwickeln, dass sie doch auch mal nachfragen, was denn aus den Gebäuden geworden ist. Und nicht dann quasi zum nächsten ziehen und den nächsten tollen Entwurf machen. Und das ist der Mehrwert und das, was wir als BGNB tun, woran wir hart arbeiten und auch es damit auch schaffen, wirklich diese unterschiedlichen Akteure auf gemeinsame Ziele zu bringen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst werden wir doch alle erschlagen von der Größe des Problems. Und am Ende sitzen wir dann alle vor den Projekten und sagen, und was mache ich jetzt ganz konkret? Und da müssen wir doch mal sagen, wir machen es ganz konkret, wir machen es handhabbar und wir schreiben es auf. Und dafür ist eben so ein Zertifizierungssystem ein ganz, ganz wichtiges Element. Herr Kühn, über Zielkonflikte können Sie doch wahrscheinlich einiges berichten. Sie sind sozusagen ganz am Ende dieser Kette jetzt, was sozusagen die praktische Anwendung von Klimaschutzmaßnahmen betrifft. Sie müssen das vertreten vor dem Bundestag, vor ihrer Partei, aber vor ihrem Wahlkreis auch. Und ich denke mal, da gibt es sicherlich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu Maßnahmen, über die wir jetzt gerade sprechen, wie zum Beispiel bestimmte Baustoffe zu besteuern möglicherweise oder schwerer erhältlich zu machen, bestimmte, sagen wir mal, digitale Steuerungsmechanismen in Häuser einzubauen und so weiter und so fort. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Tübingen auf dem Land möglicherweise nicht unbedingt auf offene Ohren trifft. Wie gehen Sie um mit diesen Konflikten, mit den unterschiedlichen Maßstäben der Einsicht der Wissenschaft und dem, sagen wir mal, täglichen Geschäft sozusagen? Ja, erstmal auch ein Dank von mir für die Einladung heute hier und diese, finde ich, sehr wichtige Diskussion, die Sie sagen, sehr groß aufgemacht haben und die leider viel zu selten stattfindet. Ich habe vor
Ja, so vor 3 Wochen haben wir in den Deutschen Bundestag, ich als federführender Berichterstatter für die Fraktion, einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, der den Titel hat Bauwende. Und das ist natürlich eine Provokation. Das ist eine Provokation für viele, die im Bau arbeiten. Das ist eine Provokation für Baustoffhersteller, Vernormungswesen und vieles, weil es natürlich sagt, wir brauchen eigentlich eine neue Perspektive auf das Bauen und wir müssen eine Wende herbeiführen. Das ist vielleicht in dem Kreis jetzt hier weniger eine Provokation, weil sie alle an dieser Bauwende schon so viele Jahre arbeiten. Aber in der politischen Diskussion ist es bis heute eine große eine Aufregung darum. Und ich glaube, dass wir aber diese neue Perspektive auf das Bauen brauchen. Und das haben Sie ja, Herr Sobeck oder auch Herr Schellnhuber, nochmal sehr deutlich gemacht, wo diese globalen Herausforderungen bei der Frage des Bauens liegen. Und ich denke, dass der Schlüssel darin ist, dass wir da eben zu einer neuen Bewertung kommen. Und Frau Lemaitre hat das sozusagen ausgeführt oder Frau Gion hat ja nochmal sozusagen deutlich gemacht, dass wir dieses Tool brauchen. Und ich glaube, dieses Tool, das ist die Lebenszyklusbetrachtung der Gebäude und die müssen wir in Regelwerke bringen. Also wir müssen wegkommen von der Betrachtung der Effizienz pro Quadratmeter hin eben zur Lebenszyklusbetrachtung in einem Gebäudeenergiegesetz. Wir müssen, wenn wir eine Bauproduktenverordnung machen, eben den Lebenszyklus dieser Bauprodukte in den Blick nehmen und nicht nur ihre Nutzungseigenschaften. Und ich glaube, da tut sich Politik eben sehr, sehr schwer, im Augenblick dieses alte Wirtschaftsbereich des Bauens, dort neue Regeln einzuführen. Ich glaube, das ist alles technisch möglich. Es ist eher sozusagen an Beharrungskräften, die wirtschaftlicher sind, aber auch in der geistigen Vorstellungswelt vom Bauen bis heute festhängen, dagegen zu laufen. Und da braucht es eben Narrative, da bin ich total bei Herrn Schellnhuber. Und wir haben eben versucht, dieses Narrativ der Bauwende zu setzen, im besten Sinne eine Perspektive aufzunehmen, die sagt, wir brauchen das menschliche Maß. Und dieses menschliche Maß muss eben in der Stadtentwicklung, in den planetaren Grenzen stattfinden. Also eine Grundaussage für eine Bauwende, in denen zukünftiges Wirtschaften im Baubereich stattfinden muss. Und ich glaube, dass wir aber gegen sehr große und mächtige Narrative kämpfen. Deswegen ist es sehr schwierig, das oft umzusetzen, weil der einzelne Bürger, mit dem ich über Bauen spreche, oder der Handwerksmeister, mit dem ich über Bauen spreche, der kommt natürlich aus einer Vorstellungswelt heraus, der Stadtentwicklung des 20. Jahrhunderts, wo die autogerechte Stadt im Fokus war, wo Stahl, Beton, Glas und die großen Highways sozusagen der Fortschritt und die Entwicklung sind. Und da ein neues Narrativ entgegenzustellen, ich glaube, das ist eine große Aufgabe und das kann Politik eben nicht alleine schaffen, sondern da braucht es auch Veranstaltungen, wie Sie haben und auch Ihre Ausstellung und auch solche Gespräche, die wir heute Abend führen. Organisiert haben. Das heißt, wir haben eine Art von Call for Submissions gemacht, die an unsere Mitglieder gingen. Das sind ja alles renommierte Architekten, Stadtplaner, Landschaftsplaner, Theoretiker und so weiter. Alles Menschen, die mittendrin sind in der Welt des Bauens. Und wir haben die Frage gestellt, was braucht die Stadt im 21. Jahrhundert angesichts der ganzen Themen wie eben Klimawandel, Digitalisierung und so weiter. Berichtet doch mal aus eurer Praxis, was ihr mal so gemacht habt oder gerade so macht oder wo ihr eure Schwerpunkte seht. Und was dabei rausgekommen ist, war natürlich ein sehr, sehr breites Spektrum von unterschiedlichen Ansätzen, die eben im Maßstab unterschiedlich waren, in der Denkweise unterschiedlich waren, die unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt haben und so weiter. Und es wurde da auch sehr klar, dass jetzt so eine Bauwende, wie Sie das gerade nennen, ich höre den Begriff zum ersten Mal, finde ihn eigentlich super, weil das fasst es ja so ein bisschen wie die Klimawende und so weiter, Energiewende. So eine Bauwende zu fassen, also was genau das eigentlich sein muss oder könnte, wird sicherlich relativ schwierig sein. Im Grunde genommen müsste man da noch ein bisschen genauer werden, glaube ich, und sich überlegen, wie man also dieses ganze integrierte Feld der Stadt und des Lebens in der Stadt oder des Lebens in, sagen wir mal, in Deutschland oder so, betrachten kann. Denn es sind ja, und das muss man eben auch sagen, es sind ja jetzt nicht nur, wir können uns jetzt nicht wieder
darauf spezialisieren, zu sagen, okay, wir machen jetzt Wärmedämmverbundsysteme überall oder wir machen irgendwas, bessere Heizungen oder die Fenster dichter oder wir dämmen die Dächer oder sonst irgendwelche so Patentlösungen, sondern es müsste eigentlich möglich sein, eine wirklich integrierte Denkweise anzustoßen, die eben weit auch in den sozialen Bereich reingeht. Und ich komme nochmal zurück zu meinem Rebound-Effekt. Sie haben ja da, sagen wir mal, bittere Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich noch gut, ich weiß nicht, wie lange das her ist, 5, 6 Jahre oder so, wo irgendjemand aus der Bundestagsfraktion, glaube ich, von den Grünen vorgeschlagen hat, man sollte mal ein Veggie Day einführen. Es sollte irgendwie einen Tag in der Woche sollte in öffentlichen Kantinen nur Gemüse serviert werden und kein Fleisch. Mein Gott, was da für eine Welle des Protestes und der Emotionen und der, weiß ich was, Entrüstung losbrach in allen Medien und die Grünen da ernsthaft, sagen wir mal, Punkte verloren haben. Allein aufgrund der Tatsache, dass angesprochen wurde, dass man möglicherweise sich in irgendeiner Art und Weise reduzieren sollte. Das heißt, das müsste doch eigentlich auch ein Narrativ sein, also was weit über das Bauen hinausgeht, dass wir versuchen müssten, irgendwie mit weniger auszukommen. Wie, also frage ich nochmal ganz konkret Herrn Kühn, weil Sie ja, also die Grünen ja nun seit Jahrzehnten die Klimafrage auf ihre Fahnen geschrieben haben und wir erinnern uns alle an die Literatur noch aus den 70er Jahren und so weiter. Wie gehen Sie damit um? Also wie versuchen Sie das, wie versuchen Sie dieses Narrativ zu vermitteln? Also die Suffizienzfragen beim Wohnen sind natürlich sehr reduziert in der politischen Diskussion nur. Ich meine, wir haben eine ständige Zunahme an Wohnflächen und diese Zunahme ist natürlich am Ende ein Emissionsproblem. Anders kann man das nicht sagen. Es hat natürlich was mit den veränderten gesellschaftlichen Lebensrealitäten zu tun, aber es hat natürlich auch etwas mit diesen immer größer, schneller, weiter zu tun, die diese Gesellschaft letztlich bis heute als Leitbild auch hat. Und wir versuchen es zumindest hier in der Bundestagsfraktion, dieses Thema nicht, wie viel Quadratmeter stehen jedem pro Kopf zu diskutieren, sondern über die Frage, wie kann man gemeinschaftliche Wohnformen, wie kann man gemeinschaftliches Wohnen stärken? Wie kann man eben neues Leben auch in solchen Projekten stärken und diesen Blick darauf richten? Und ich glaube, die Corona-Pandemie zeigt ja auch, dass man ein Stück weit einen Zurückzug ins Private hat, aber auch in das nachbarschaftliche Umfeld. Und ich glaube, darum geht es auch, dort zu stärken und den Quartiersgedanken und auch dort eine andere Perspektive auf das Quartier zu richten. Aber natürlich, diese Suffizienzfragen sind ganz heikle politische Fragen und wir Grünen sind da aus der Bundestagswahl 2013 wirklich gebrannte Kinder. Und ich habe noch eine Diskussion in Erinnerung vor 8 Jahren, als Fritz Kohn Oberbürgermeister in Stuttgart geworden ist, hat er das Thema Mikrolofts in Stuttgart angesprochen und das ist sozusagen wie ein Bumerang zurückgekommen politisch. Und ich glaube, diese Lebensstilfragen trotzdem finden gesellschaftlich statt und es gibt da eine große Veränderung, wenn Sie an Tiny Houses denken und anderes. Und ich glaube, da ist zum Teil Gesellschaft auch weiter als die politische Diskussion. Darf ich vielleicht das sekundieren, Herr Sauerbruch? Gerne. Ja, weil ich glaube, was Sie ansprechen, ist natürlich außerordentlich wichtig, ob man das Bauwende nennt oder neues Narrativ oder große Transformation der gebauten Umwelt. Letztendlich geht es immer um eine Ganzheitsbetrachtung, ja, die vorzunehmen ist. Eine Ganzheitsbetrachtung hat eben nicht nur den Blick aus der Vogelperspektive, mit dem Herr Sobeck heute begonnen hat, und den ich natürlich auch anwenden muss, sondern man muss eigentlich auf allen Skalen dann verstehen, das System. Also was Frau Lemaitre sagte zum Beispiel, dass ich beim einzelnen Objekt eine vernünftige Bewertung durchführen kann oder was Frau Chigon eingefordert hat, eine App von mir aus, die dem Architekten zur Seite steht, bei der Planung, also da kann man mit Sicherheit entsprechende intelligente Systeme anbieten. Ich muss auf allen Skalen im Grunde genommen fragen, was an Transformation möglich ist und nötig bei der Bauwende als Kürzel sozusagen eingesetzt, sowie Energiewende,
Und da muss ich eben schauen auf Material, wo kann ich tatsächlich kohlenstoffnegatives Material einsetzen wie Holz. Ja, ich muss auf die Formen schauen. Klimaangepasste Architektur muss natürlich mit neuen Formen arbeiten, wahrscheinlich mit traditionellen Formen, wie wir sie im Sahel heute finden oder in Südlibyen. In diesem Fall, ich muss über die Funktionen nachdenken, also genau brauche ich tatsächlich die Möglichkeit, instantan Menschen von 35 Grad auf 18 Grad runterzukühlen. Herr Auer hat ja darauf hingewiesen. Ich muss über Strukturen und Kulturen nachdenken. Und da würde ich sagen, gerade wenn man über Bedarfe nachdenkt, dann müssen eben einfach Ideologien in Frage gestellt werden, die eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg unser Bauwesen bestimmen, ja, die amerikanische Ideologie sozusagen, dass ich mit unbeschränktem Energie- und Materialeinsatz punktgenau Bedingungen schaffen kann, die den Menschen gerade angenehm sind. Also in Las Vegas schaffe ich eine künstliche Welt, Parallelwelt mit 18 Grad und einer eingestellten Luftfeuchtigkeit, was natürlich der komplette Wahnsinn ist. Und gebe Ihnen ein Beispiel in diesem falschen Film, in dem wir uns, glaube ich, seit 70, 80 Jahren bewegen. Und dieser Film wird in allen Lichtspieltheatern der Welt inzwischen gespielt, in Tokio, in Beijing und Jakarta und Lima und überall in diesem falschen Film. Eine der meiner Ansicht nach trostlosesten Verirrungen der gebauten Moderne ist das freistehende Einfamilienhaus. In der Geschichte der Baukultur ist es eine Singularität. Das werden Sie nirgendwo finden, in keiner Baukultur der Welt. Aber das ist zum Maß aller Dinge geworden. Und eben mit einem möglichst großen Rasen sozusagen, sodass man zum Nachbarn am besten mit dem SUV fahren muss. In Phoenix, Arizona tun das die Menschen tatsächlich. Ja? Zum übernächsten Nachbarn setzt man sich ins Auto. Also das freistehende Einfamilienhaus ist eine Verirrung der Architekturgeschichte meiner Ansicht nach. Und wenn wir also eine Bauwende herbeiführen wollen, dann müssen wir, Herr Kühn, natürlich auch diese heilige Kuh zum Schlachter führen, nicht? Weil das ist das, was nicht nur unendliche Materialkosten verursacht und CO2 emittiert, sondern auch jede Form der sozialen Interaktion zerstört. Also ich würde weit hinausgehen über den Begriff Suffizienz. Ich würde sagen, wir müssen ein neues Paradigma finden, wie Menschen sich im Raum verteilen, wie sie zusammenkommen, wie sie sich separieren, wie sie sich absetzen voneinander, wie sie aber zusammen als Gesellschaft sich entwickeln können. Und da, glaube ich, sind wir tatsächlich in einem paradoxen ideologischen Universum im Augenblick noch gefangen, das wir endlich aufbrechen müssen. Thomas, du wolltest kommentieren, oder Frau Lemaitre? Ihr seid wieder nicht zu hören, leider. Scheiße. Tobek hatte sich zuerst gemeldet. Ja, jetzt. Okay, pardon. Okay, Werner, Entschuldigung. Bin ich denn hörbar? Ja, gut hörbar. Ja, okay, wunderbar. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Herr Schwellenhuber gesagt hat. Das Einfamilienhaus ist natürlich eine logische Konsequenz aus der Zeit, als man nicht mehr gemeinsame Verteidigungsboden bauen musste. Und gleichzeitig eine Konsequenz der ersten industriellen Revolution, nämlich der Gang nach dem Wohnen im Grünen. Also ich bin sicherlich unverdächtig, dass ich ein Verfechter des Einfamilienhausbaus bin, aber ich werde das nur schnell nachschalten. Ich denke, was wichtig ist, ist die Formulierung von Zielen. Und unser gesamtes Bauschaffen ist bisher eigentlich gekennzeichnet durch die Verankerung von Maßnahmen. Und das sind insbesondere die Deutschen die Großmeister. Ich habe mir also die neue Gebäudeenergieeinsparverordnung GEG durchgeschaut. Und da gibt es nichts anderes als, ich weiß nicht, 40 bis 50 Seiten lang Kataloge von zu erfüllenden Maßnahmen. Da gibt es Dinge, wo selbst ich scheitere, nämlich bei der Differenzierung zwischen Lichtband, Lichtkuppel, Dachfenster und Dachverglasung.
Das wird dort aber allen Ernstes aufgeführt und jedes dieser Bauteile hat einen unterschiedlich großen vorgeschriebenen Wärmedämmwert. Jetzt kann man natürlich lang drüber philosophieren, wo ist der Übergang von einem Lichtband zu einer Lichtkuppel? Und auch sicherlich darüber gibt es mittlerweile schon mehrere Rechtsgutachten. Dieses sich einkasteln und einmauern in Vorschriften und Maßnahmenkataloge ist das absolute Gift. Und das ist ja auch etwas, was von der Jurisprudenz köstlich bewirtschaftet wird. Ich meine, 50% aller Prozesse in Deutschland sind Bauprozesse von ungeahnter Komplexität. Ich wurde neuerdings mal Gutachter in einem Prozess, der geht seit 1993 mit 36 Gutachtern. Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich dem ganzen Elend ein Ende setzen musste, aus moralischen Überlegungen heraus. Also wir müssen diese Maßnahmenkataloge und deren Bewirtschaftung auch durch eine Vollkaskogesellschaft, die ja nichts anderes tut, als schaut, ist die Maßnahme zu 100% erfüllt oder kann ich da noch 20% Preisminderung herausschlachten? Das müssen wir vermeiden und aufgeben mit dem Ziel einer gemeinsamen Zielformulierung. Und diese Zielformulierung bedeutet notwendigerweise eine Änderung des Leitbildes. Und wenn wir sie klug machen, ist es auch das große Narrativ. Da müssen wir hin. Das wird eine Umkrempelung werden. Ich glaube nicht einmal, dass die Beharrungskräfte unter den Maurern, Gipsern und Bewährungsverlegern so groß sind. Die Beharrungskräfte sitzen in der Gesellschaft selbst, und zwar ganz tief, weil sie Wertvorstellungen und Zielvorstellungen hat, die ihr anerzogen wurden durch die Schule und durch die Medien im Lauf eines Lebens, und die gibt man nicht so schnell auf. Und ich beobachte noch ein anderes. Wenn Sie den berühmten österreichischen Psychotherapeuten Watzlawick hören, der sich auch sehr, sehr viel mit der Akzeptanz der Menschen von negativen Dingen beschäftigt hat, dann sagt er ganz einfach, schon 1920 ungefähr oder 30, dass die Menschen es nicht akzeptieren können, aus ihrer Konstitution heraus, wenn sie eine negative, nicht leistbare Zukunft vor sich sehen. Und sie machen dann etwas, was völlig menschlich und vollautomatisch ist. Sie flüchten in ihr eigenes Narrativ und kürzen die Anzahl der Synapsen zur Umwelt herunter. Das sehen wir bei uns, das sehen wir bei den Anhängern des Herrn T. in den Vereinigten Staaten. Und das Ganze geht bis in das Irreale. Und ich beobachte das auch bei der Beratung von Bauherren. Und wir müssen hier aufklärerisch wirken, auch wenn das manchmal ein bisschen negativ daherkommt, wenn man schlechte Nachrichten oder kritische Nachrichten verbreitet. Aber ich sage immer, das klare Darlegen von Fakten und das klare Darlegen der Beziehungen zwischen den Fakten ist nicht nur die Basis der Wissenschaft, sondern die Basis jedweder Demokratie. Und nur auf dieser Basis vermeiden wir populistische Trends und nur auf dieser Basis eines allgemeinen Bewusstmachens können wir vorankommen. Ich habe dann mal vorgeschlagen, das ist dann leider vom baden-württembergischen Innenministerium wegen Kostengründen abgelehnt worden, den achten Sinn einzuführen. Ne? Es gab mal in den 60er, 70er Jahren, Herr Schellenhuber, wir beide wissen das noch, die Sendung Der siebte Sinn. Da wurde eine Bevölkerung oder ein Volk, das vorher noch nie Auto fuhr, teilweise mit zumindest was in Bezug auf Frauen sehr kritischen Äußerungen, zum Autofahren hingeführt. Aber ich glaube, wir müssen die Menschen heute auch zu einer Welt von morgen hinführen, indem wir ihnen in klaren Einheiten, die für jedermann verständlich sind und kein wissenschaftliches, mit Anglizisten durchsetztes Geschwurbel, klar machen, um was es geht. Also deshalb kämpfe ich auch ein bisschen aufklärerisch immer gegen die Revision von Begriffen wie erneuerbare Energie. Ich meine, das können Sie jemand lange beibringen und wir wissen doch selber, dass Energie nicht erneuerbar ist. Also warum verwenden wir dann diesen Begriff? Und da könnte ich eine endlose Reihe von irreführenden Begrifflichkeiten vorführen, wo man nur denkt, ist das jetzt das Werfen von Nebelkerzen oder ist es eine terminologische Ungeschicklichkeit? Also lassen Sie uns, und Herr Schellenhuber, Sie haben ja vorausgehend in unserer Initiative Bauhaus der Erde schon Perspektiven aufgezeigt und ich darf ja da auch mithelfen in diesem Kreise. Wir müssen gemeinsam auf der Basis des klaren Benennens der Fakten neue Ziele formulieren. Und aus denen entsteht, glaube ich, auch ein neues Narrativ. Annette, ich würde dich gerne an der Stelle fragen, ihr habt ja in der Ausstellung ein sehr, sage ich mal,
sehr offenen eigentlich Exkurs geführt über eure vergangenen Erfahrungen im nachhaltigen Bauen. Also Stichwort Gesellschaft ist der Politik voraus. Ihr wart in manchen Fällen wart ihr tatsächlich Pioniere und habt vielleicht Standards übertroffen oder sogar Standards gesetzt. Aber ihr habt in diesem Exkurs in der Ausstellung habt ihr auch sehr klar dargestellt, an welche, sagen wir mal, Grenzen ihr da gestoßen seid und wie das sozusagen in der Praxis aussieht. Also ich würde mal sagen, bis zu einem gewissen Grad zumindest habt ihr vielleicht das schon gemacht, was Werner Sobig jetzt eben eingefordert hat, nämlich als eine Art von, Lehrer oder wie auch immer, Aufklärer zu fungieren gegenüber euren Bauherren und habt versucht, sozusagen neue Wege da zu gehen, zumindest im Detail an euren Gebäuden. Aber was, erzähl doch mal ein bisschen, was eure Erfahrung dabei war bisher. Ja, also wir haben tatsächlich so einen sehr spielerischen Ansatz versucht, vor 30 Jahren bei unseren ersten Gebäuden probiert, mit Recyclingglas zu arbeiten, also eben die Isolation, die damals da gerade aufkam, dass man dicker isolierte, nicht nur 5 cm, sondern 10, 12, 15, zu zeigen hinter den Gläsern beim Kirchenmuseum. Oder wir haben dann probiert, mit Wärmepumpen zu arbeiten beim Museum Limer in Appenzell. Aber ich merke auch, oder wir merkten eigentlich Jahrzehnt für Jahrzehnt, dass das immer nicht genug war. Wir meinten immer, wir seien gut und mussten lernen, dass das nicht genügt. Und eigentlich ist der Maßstab, der jetzt ja im Raum steht, und Herr Schellnhuber hat es genannt, es ist tatsächlich die Frage, kann man eine Art Paradigmenwechsel einführen, dass das Haus eben nicht nur Energie verbraucht, sondern sie sogar auch produziert, allenfalls. Oder kann man so sparsam bauen, dass es CO2 speichert, bunkert für die Lebenszeit des Gebäudes. Und das kann man mit Holz, das tatsächlich machen. Vielleicht in der Zukunft gibt es auch einmal Beton, Beton, der CO2 auch speichern könnte. Da ist man am Entwickeln, zumindest zu einem gewissen Grad. Und wir hoffen auf die Technologie, die Erfindungen der Baubranche. Keine Frage, es braucht große Schritte auf diesem Gebiet. Es gibt auch unsere Bemühungen, wenn wir Wettbewerbe machen, dass wir mit genügend Isolation arbeiten, damit unsere Häuser nicht mehr Nutzwärme verbrauchen, als dass es nötig ist. Aber es gibt natürlich eben auch die Baugesetze, die das ein Stück weit dann wieder verhindern, weil man mit einer Wanddicke von 50, 60, 70 Zentimetern, das ist dann wieder die Frage, was ist das Gute, was ist das Nützliche. Aber wenn man mehr isoliert, wenn man dickere Wände hat, die besser speichern können, dann hat man natürlich andere Grenzabstände einzuhalten, dann kann man weniger bauen, muss auch mehr investieren am Anfang. Das sind so diese täglichen Diskussionen, die man hat. Es gibt aber noch eine Grundsatzdiskussion, und da bin ich ein Stück weit auch unentschieden und immer noch offen, was dann überhaupt der richtige Weg ist. Und nämlich der eine, wo man mehr in die, baut wie früher, mehr in die Baukonstruktion investiert und dadurch eine Art langfristige, ruhige, massenbasierte klimatische Stabilität hat für die Gebäude, auch wenig heizen muss oder gar nicht heizen muss. Da gibt es Modelle dafür, wie unsere österreichischen Kollegen Baumschlager Eberle das ausprobiert haben. Und es gibt aber auch den anderen Weg, wie gesagt, für den bin ich immer noch genauso offen, dass man möglichst schlank baut, möglichst leicht baut, wie Sie das vorschlagen, Werner Sobeck, dass man gewissermaßen probiert, aber dann dafür mit Photovoltaik wiederum Energie zu gewinnen, die man braucht für den Betrieb der Gebäude, aber dafür weniger Energie braucht oder weniger Masse zumindest mal braucht für die Erstellung der Häuser. Und ich finde, wir müssen alle uns da hinein vertiefen, suchen, erfinden. Und wir müssen aber trotzdem auch das, was wir gebaut haben, jetzt beginnen zu untersuchen, nachzumessen,
was die Gebäude wirklich leisten mit ihrer Nutzung. Was haben sie für Verbrauche pro Quadratmeter? Das tut man nämlich meistens nicht. Also man hat Labels, aber das hört dann meistens damit auf, dass man die Gebäude gebaut hat und dass sie Labels haben. Aber es ist dann nur die höchste Stufe der Labels, dass man es noch nachverfolgt. Was machen die Häuser in den nächsten 10 Jahren? Oder in den nächsten 5 Jahren? Was leisten sie überhaupt? Und ich meine, diese Art von Aufklärung, die wir haben müssen, die Sie ansprechen werden als Objekt, die ist ganz, ganz wichtig. Was tun wir überhaupt? Was ist tatsächlich der Lebenszyklus, die Lebenszyklusbetrachtung der Häuser bezüglich ihrer Erstellung? Und da gibt es nur Rechnungen, die da mithelfen, Rechnungen und Messungen. Und es ist einfach ein Stück weit bis jetzt hat diese Diskussion um die CO2 oder überhaupt die Treibhausbelastung des Bauens eigentlich noch nicht wirklich Fuß gefasst in der Architekturdiskussion eigentlich. Und ich meine, wenn man betrachtet, was nötig wäre, was die Architekten machen müssten, was die Bauwirtschaft machen müsste, was natürlich die ganze Gesellschaft auf allen Gebieten machen müsste, aber wir reden jetzt vor allem von der Bauwirtschaft, dann wäre es so wichtig, dass man einfach Facts and Figures hätte und dass man wüsste, wovon man redet und dass man gegeneinander vergleicht und dass sich die verschiedenen Richtungen nicht bekämpfen, sondern gegenseitig aushelfen und unterstützen. Eben das leichte Bauen mit mehr Technologie oder das massive Bauen mit weniger Technologie. Oder eben, wenn irgend möglich und wenn man nicht alle Holzvorräte der Welt niedermäht dafür, gerne bauen mit Holz. Nur ich bin nicht ganz sicher, ob das die Wälder da so stark nachwachsen können oder ob es dann ausschaut überall auf der Welt wie in Italien wegen dem Schiffsbau der Römer. Aber wie auch immer, das sind alles Berechnungen, Hochrechnungen und wir brauchen die allerklügsten Köpfe der ganzen Gesellschaft, um unsere Probleme, diese große Wende, die nicht nur eine Bauwende ist, sondern tatsächlich eine Art Zivilisationswende, weltweit durchzusetzen. Und vielleicht kann Deutschland mit so viel klugen Köpfen und guter Technologie, vielleicht kann die Schweiz helfen, vielleicht kann Europa mit dem gesammelten Wissen und den klügsten Leuten da helfen. Das ist eine Hoffnung, aber ich glaube, man muss schnell arbeiten und wir brauchen tatsächlich, wie Sie sagen, Herr Schnelldunger, wir brauchen einen Mainstream, sonst nützt das alles nichts und es bleibt wie die letzten 30 Jahre da und dort ein kleiner Pionierbau und ein spielerischer und ernst gemeinter Umgang. Aber das sind alles keine Faktoren, das ist gut für die Architekturzeitung, aber mehr ist es nicht. Frau Lemaitre, Sie wollten... Ich weiß, dass ich zu viel rede, aber Sie haben mir ein Stichwort gegeben. Können Sie mich hören? Ja. Ja. Nein, weil Sie haben, glaube ich, was extrem Wichtiges gesagt, auch der Begriff Europa. Sie wissen ja, glaube ich, dass Ursula von der Leyen in ihrer State of the European Union Speech am 16. September ein neues europäisches Bauhaus angekündigt hat. Ja. Was erstmal ein Überraschungskuh war, zu großer Verwirrung wahrscheinlich geführt hat. Es gab aber dann gleich ein Editorial in der Financial Times und so weiter, auch sehr zustimmende Dinge. Und ich glaube, das ist eine Golden Opportunity im Grunde genommen. Ne? Dass, wie das zustande kam, das können wir bei einer Flasche Wein irgendwann mal diskutieren. Aber worüber ich mich sehr freuen würde, wenn wir das tun könnten. Aber Herr Sobeck weiß da ein bisschen besser Bescheid darüber. Aber das ist natürlich eine Einladung zu allen Bau-, Kulturschaffenden, Architekten, Designern, wie auch immer, die man nicht ausschlagen darf, meiner Ansicht nach. Das Projekt ist jetzt dabei, definiert zu werden, aber es ist ein Angebot von Europa an Europa, meiner Ansicht nach. Und ich würde bitten, aufrufen dazu, das so ernst wie irgend möglich zu nehmen. Daraus könnte tatsächlich das Herzstück der Bauwende, die Herr Kühn angesprochen hat, und Herr Sobeck hat ja auch den Begriff große Transformation gleich am Anfang verwendet, in seinen Thesen,
glaube, das könnte das Herzstück dafür werden, nicht? Und wie gesagt, ich bin Systemanalytiker, ich bin Klimaforscher, ich bin theoretischer Physiker, aber ich habe das Gefühl, diese Gelegenheit ist ziemlich einmalig, nicht? Und also alle, die an diesem Projekt, an der Ausstellung beteiligt waren, müssten doch eigentlich, denen müsste es doch in den Finger jucken, jetzt sozusagen, ja, die Feder zu ergreifen, im sprichwörtlichen Sinn, und zu antworten auf diese Einladung. Würde ich als Schweizer auch reagieren. Sie sind ja assoziiert mit der EU, ne? Frau Lenetze, Sie wollten, glaube ich, auch gerade noch was sagen. Ja, aber der Thomas Auerwald war schneller als ich. Wir würden gern beide nacheinander was sagen. Okay. Ja, ich wollte nochmal das Thema der Aufklärung aufgreifen. Und natürlich ist das, wie Herr Sobeck das auch ausgeführt hatte, sagen wir mal, ein zentrales Anliegen dessen, was wir tun und was wir tun müssen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass das Thema sehr komplex ist und diese Komplexität sich leider nicht über einfache Formeln wie Wärmedämmverbundsystem oder Passivhaus erschlagen lässt. Und darin liegt so ein bisschen die Krux, dass wir in dieser Komplexität mit Fakten arbeiten müssen und dadurch die Transparenz schwer herzustellen ist. Gleichzeitig gebe ich auch Herrn Sobeck recht, dass diese Transformation, von der wir immer reden, von der Bauwende, was ich auch ein wunderschöner Begriff finde, natürlich Menschen erschrecken kann. Und dabei bin ich von felsenfester Überzeugung, dass wir eigentlich sehr viel mehr Angebote machen können, als erschrecken müssen. Und nur mal ein Beispiel zu nennen, Matthias, du hast vorher auch das Thema Stadt nochmal angesprochen, auf das ich nicht wirklich eingegangen bin. Aber wir wissen, es gibt eine Promotion an der TU München, die zeigt, dass wenn wir die Sektoren Wohnen und Transport betrachten, dass der durchschnittliche Münchner gegenüber dem durchschnittlichen Bayern, der auf dem Land wohnt, den halben Fußabdruck hat. Da ist die ganze graue Energie für die Infrastruktur mitgerechnet, für die U-Bahn, für die S-Bahn, für die Straßen, alles mitgerechnet. Also die Stadt ist so ein Stück weit Problem, aber auch Teil der Lösung. Und auch wenn wir an das Thema der Klimaadaption denken, dann wissen wir, dass zum Beispiel das mediterrane Klima oder im mediterranen Raum es schon lange Städtebau gibt, der sehr gut funktioniert. Wir haben Messungen gemacht in Genua, wir haben Messungen gemacht in Rom, wo wir zeigen können, dass die sehr gut umgehen können. Sevilla, sehr schönes Beispiel, wo wir sehen, wo man mit hoher Dichte sehr schön umgehen kann mit diesem Thema der Klimaadaption. Ich glaube, die Antworten, die wir geben können, die sind natürlich weit weg vom Einfamilienhaus. Und natürlich war es so, dass der Verbot des Einfamilienhaus sicherlich den Veggie Day noch steigern würde. Aber ich glaube, dass wir schon ein Narrativ zu bieten haben, das nicht auf Tabula Rasa basiert. Das nicht darauf basiert, dass jetzt alles weg muss, sondern dass wir Bilder haben, auch die aufbauen auf das, was wir haben, aber ein Potenzial zur Verfügung stellen, die eigentlich ein besseres Leben da zeigen können. Bessere Städte und so weiter. Jetzt würde ich einfach gleich weiterreden, genau, so viel Technik gibt das her. Ich glaube, vielleicht auch an das, was gerade gesagt wurde, auch nochmal anschließen. Ich glaube, wir müssen einfach auch mal aufhören, die Dinge immer so zu pauschalieren. Ich denke, das ist ja auch genau das Problem, das wir auch in den politischen Regelungen haben. In dem Moment, wo man quasi dieses One-Fits-All probiert, wird es natürlich schwierig. Und ich glaube, wir müssen dann natürlich wirklich auch die Planer aktivieren, sich viel mehr zu engagieren, ihre Bauherren viel mehr auch von dem Thema zu überzeugen. Und da wirklich auch zum Gestalter zu werden. Und ich glaube, wir müssen einfach auch die Möglichkeit zulassen, dass es unterschiedliche Wege zum Ziel gibt. Und das ist natürlich auch eine Frage, der Herr Kühn hat es vorher angesprochen. Natürlich ist die Methode der Lebenszyklusbetrachtung essentiell dafür, weil es ist einfach immer die Frage, für wen baue ich, was baue ich, wie viel baue ich. Und ich finde das immer schade, dass man eigentlich gar nicht aus dem, was man so früher mal gemacht hat, lernt. Ich meine, das Beispiel Wärmedämmverbundsystem, das ist jetzt ja keine neue wissenschaftliche Errungenschaft, dass das Sondermüll ist. Das wusste man ja vorher schon. Und anstatt jetzt quasi daraus zu lernen und einfach auch mehr Freiheit zu lassen und auch eine differenziertere Betrachtung im Bauen zuzulassen, weil das ist doch das, was wir brauchen. Wir müssen doch aufhören,
mit dieser Vermcdonaldisierung der Welt. Und das ist doch genau das, was passiert. Es ist immer gleich diese Materialdiskussion. Es ist immer gleich quasi die Maßnahme. Und dann kommt irgendwas. Und ich denke, da brauchen wir natürlich vor allem die Architekten und Planer. Und ich denke, wir haben ja auch schon viele gute Lösungen. Wir können ja heute schon gute Häuser bauen. Es ist ja nicht so, als ob wir keine Ahnung haben, wie das geht. Und ich finde das wirklich eher sorgenvoll, dass man jetzt immer gleich in so radikalen Ansätzen von links nach rechts springt. Jetzt ist irgendwie Beton und Stahl ganz böse. Jetzt sehen wir gerade eine Leistungsschau für den Werkstoff Holz, der sich irgendwie durch Deutschland zieht. Und man fühlt sich ja schon ein bisschen wie in den USA. Es ist immer die Suche nach dem Superlativ, nach dem höchsten Holzhochhaus, das gerade wieder gebaut wird. Das ist doch auch nicht die Lösung. Das ist doch auch nicht skalierbar. Und ich glaube, wir müssen wirklich, auch wenn es vielleicht nicht so richtig spektakulär ist, mit dem Thema etwas unaufgeregter umgehen und uns wirklich auch mal mit der Frage von ganz konkreten Lösungen beschäftigen, weil wir haben Lösungen. Es ist nicht so, dass wir nicht wissen, wie man baut. Es gibt Tools, frei verfügbare Tools, wie man eine Ökobilanz, also eine Lebenszykluskostenbetrachtung macht. Das sind keine wissenschaftlichen Errungenschaften mehr. Wir brauchen da auch nicht noch mehr Studien. Wir müssen wirklich, und da knüpfe ich jetzt vielleicht auch an das Zitat an von Matthias Sauerbruch, als er mich vorher vorgestellt hat, aber da bin ich wirklich ein großer Verfechter von, wir müssen endlich anfangen. Wir müssen aufhören, die Dinge immer so wahnsinnig zu verkomplizieren und immer weiter zu abstrahieren, das Problem immer noch größer zu reden, um dann irgendwann festzustellen, Mensch, das ist ja ein ganz schön großes Problem, was sollen wir denn eigentlich machen? Und ich möchte da vielleicht auch kurz auch hinweisen, wir haben vor 2 Jahren eine Stiftung initiiert als DGNB, die ist jetzt seit 3 Wochen online. Das ist die Wissensstiftung, da gibt es eine Webseite zu, die nennt sich No Rocket Science Earth, weil darum geht es. Es geht um die Welt und es ist einfach keine Raketenwissenschaft, nachhaltig zu planen und zu bauen. Und dort findet man ganz einfache Wissensbausteine, die sofort anwendbar sind im Projekt. Und ich glaube, den größten Mut, den wir heute haben können, ist es zu tun. Ist auch was auszuprobieren und ist nicht immer irgendwie das Problem gleich am Anfang sehr kompliziert zu zerreden. Ich glaube, da sind wir in Deutschland auch wirklich Weltmeister, die Dinge noch mal komplexer darzustellen und dann von allen Seiten zu beleuchten, um dann festzustellen, dass es ja echt ganz schön kompliziert ist und man fängt gar nicht erst an. Also das ist wirklich mein Plädoyer. Und ich glaube, da müssen wirklich auch die Architekten und Planer vorangehen. Und da muss Politik auch mehr Vertrauen haben und mehr Offenheit zeigen. Das gibt es ja in anderen Ländern auch. Und bei uns wird immer alles gleich so weggeregelt. Und es ist natürlich tödlich für gutes Bauen, weil wir gestalten ja unsere Umwelt und wir sehen einfach zu viele schlechte Orte auch in unseren Städten. Und das können wir auch nicht alles irgendwie nochmal neu machen. Damit müssen wir umgehen und wir müssen eigentlich daraus lernen. Und das würde ich mir viel mehr wünschen, dass wir viel mehr auch über konkrete Lösungen sprechen, weil ich glaube, die Komplexität und die Herausforderungen des Problems, die kennen wir spätestens seit 2015, seit der COP21, als die Klimaziele verabschiedet wurden. Seitdem hechelt die Weltgemeinschaft ja auch nur von einer COP zur nächsten. Ich war bei den letzten 3 COP dabei und es wird ja immer fataler, wie der globale Norden und der globale Süden da quasi ringen. Und die ganzen NGOs mit Action Now Claims irgendwie versuchen, Mut zu machen. Und ich glaube, da haben wir wirklich im Bau eine Chance, heute Zukunft zu gestalten. Und wir können es. Also Bauen ist vielleicht nicht in jedem Fall die wirklich, sagen wir mal, angesagte Antwort. Es gibt ja auch die Möglichkeit, nicht zu bauen. Und ich glaube, die Option, die muss man sich unter Umständen doch auch öfter noch mal genauer angucken. Ich gehe jetzt hier auch auf eine Frage von oder einen Hinweis von Wilfried Dechau ein, der sich im Chat hier beteiligt hat. Er sagt, Neubau ist eigentlich kein Problem, was tun mit dem Bestand? Und ich glaube, er hat da einen Punkt. Wir haben, sagen wir mal, eigentlich in der Vergangenheit eher dazu tendiert, eben Bestehendes abzureißen, also insbesondere, wenn es sich im Gebäude um nicht besondere, also kein Denkmalschutz oder Ähnliches vorliegt, sondern Gebäude eben normal sind. Und ich glaube, da ist schon in der Ausstellung hat man das spüren können, gibt es eine deutliche Wende im Augenblick hin zu, sagen wir mal, dem Versuch, mit Bestehendem irgendwie innovativ und interessant umzugehen. Das ist ja auch ein kulturelles Problem, muss man mal sagen. Also wir hatten ein Beispiel in der Ausstellung beispielsweise eines Umbaus eines ehemaligen Gefängnisses in ein Gästehaus oder Hotel. Und sozusagen diese vollkommene Veränderung in irgendwas, was sich vollkommen abschließt, sehr introvertiert ist und das Ziel hat, die Menschen drin zu halten und die von draußen nicht reinzulassen,
in das Gegenteil, in ein Haus, was sich vollkommen öffnen soll und was sozusagen einlädt und zum Aufenthalt anregt und so weiter. Das ist ja auch ein architektonisch spannendes und interessantes Thema. Und diese, sagen wir mal, dieser Umgang mit vorgefundenen Situationen ist, glaube ich, auch ein großes Thema, dem wir uns widmen müssen, auch eben auch architektonisch. Denn ich glaube, letztlich geht es jetzt hier auch ein bisschen darum, ich weiß nicht, ob man das die bittere Pille nennen sollte, aber zumindest mal eine gewisse Einschränkung, eine gewisse Reduktion von Verbrauch, von Komfort, vielleicht von Konsum zu vermitteln, wie das Werner Sobeck vorhin ja auch erwähnt hat. Und da fragt man sich natürlich, wie kann man das am besten tun? Und am besten kann man natürlich eher mit einer Karotte als mit der Peitsche die Leute dazu bringen, was sich zu verändern. Und da fällt uns Architekten die Aufgabe zu, mit dem, was wir haben, mit weniger sozusagen bessere, schönere, interessantere, nutzvollere Räume zu bieten, die, das sagte Werner ganz am Anfang in Bezug auf Ernst Bloch, die tatsächlich in der Lage sind, eine Heimat zu bieten. Insofern ist das natürlich alles, also sagen wir mal, bis zum gewissen Grad messbar und bis zum gewissen Grad auch sozusagen durch Regularien oder durch Messmethoden nachweisbar. Aber unterm Strich am Ende ist natürlich eine große Frage, was dann dabei rauskommt und was da eigentlich steht. Und da wir über das Bauhaus so viel gesprochen haben, wie wir dieses Bundesumweltamt in Dessau gebaut haben, da haben wir natürlich immer geschielt, also das ist jetzt 15 Jahre oder sowas, doch 2005, ja, haben wir natürlich immer rüber geschielt zu dem berühmten Gebäude von Walter Gropius plus Team. Und haben uns immer gedacht, naja, also wir sind jetzt garantiert besser. Also wir haben keine einschalige Verglasung. Wir orientieren unsere riesige Glasfassade nicht nach Süden. Wir haben den Sonnenschutz außen liegend und nicht innen und so weiter und so fort. Also wir waren uns unserer Überlegenheit ganz sicher und haben dann Stück für Stück eigentlich gemerkt, dass wir auf eigentlich Pfaden laufen, die andere für uns eigentlich angelegt haben bereits, und natürlich auch sich letzten Endes über diese quantitative Dimension nicht alles entscheiden lässt. Also das Bauhaus ist eben ein super gutes Beispiel. Das ist eben, wenn man da versucht, ein Zertifikat dafür zu bekommen, da hätte man nicht viel Glück, weil der Energieverbrauch ist immens und es gibt also jede Menge Dinge, die man nicht tun sollte. Gleichzeitig ist das Gebäude hat lange überlebt. Also es ist ja nur 21 gebaut worden, also es sind, was weiß ich, 90 Jahre, fast 100, ja 100 Jahre natürlich, wir haben gerade 100 Jahre Bauhaus gefeiert, ja. Und es ist sozusagen zur Ikone von Dessau geworden. Dessau heißt heute die Bauhausstadt, nach all den Dingen, die in Dessau passiert sind. Dessau war eine wichtige Verwaltungsstadt, Dessau hatte diese ganze Industrie und was weiß ich. Also eine sehr wichtige und, sagen wir mal, also vielfältige Geschichte. Und dieses eine Gebäude, was eigentlich mehr oder weniger durch Zufall oder durch sehr aufgeklärtes Mäzenatentum oder politisches Bewusstsein nach Dessau gekommen ist. Das Gebäude ist sozusagen zum Inbegriff für die ganze Stadt geworden. Und das, also wenn das nicht Nachhaltigkeit ist, ja, wenn das nicht ein Beitrag zu einer längerfristigen Situation ist, dann frage ich mich, was das sein kann. Und natürlich bauen wir nicht jeden Tag Bauhäuser, und es gibt tausend Aufgaben, die, sagen wir mal, weniger anspruchsvoll und einfacher zu lösen sind und so weiter und so fort. Aber dieser Aspekt der, sagen wir mal, der Heimat, also der kulturellen Qualität letztlich, der Qualität, die letztlich zu einer Befindlichkeit führt, die ist natürlich also weder messbar noch irgendwie synthetisierbar, so ohne weiteres. Das ist in den Händen der Architekten. Deswegen bin ich, sagen wir mal, ein bisschen skeptisch auch gegenüber Bauhäusern, die von der Europäischen Kommission verordnet werden. Ich hoffe auch, dass... Wir werden nicht verordnet. Das ist ein Angebot.
Jetzt muss ich vielleicht doch noch mal dazwischen grätschen, ja. Auf die Gefahr hin, in dieser Runde mich komplett unbeliebt zu machen. Aber Frau Chignon hat ja auch auf die Fakten hingewiesen, völlig zu Recht. Ne? Also was Frau Lemaitre sagte, ist für mich ein Zeichen dafür, dass sich diese Branche weitgehend noch in einer Traumwelt wirklich befindet. Da werden wir wirklich auf die Fakten schauen. Und Herr Sobeck hat es ja kristallklar gemacht am Anfang, allein von der Materialrechnung her. Dieser Planet wird uns in 3 Jahrzehnten um die Ohren fliegen. Pariser Abkommen 1,5 bis 2 Grad, als Klimaphysiker kann ich Ihnen nur sagen, no way, unter den jetzigen Bedingungen nicht. Dieser Planet wird uns um die Ohren fliegen, wenn in den nächsten 3 Jahrzehnten, wenn wir nicht eine Transformation in allen Bereichen der Moderne erreichen. Ja? Die Frage ist nicht, wollen wir das? Das kann ich nicht entscheiden. Das kann demokratisch oder autokratisch oder wie auch immer gesellschaftlich entschieden werden. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn, dann sozusagen. Nicht? Und wenn der Baubereich nicht einen entscheidenden Beitrag zur Klimastabilisierung leistet, und das wird sich durch Pausen in allen Projekten, vom Einfamilienhaus bis zum Städtebau, wenn dieser Beitrag nicht geleistet wird, dann werden wir in eine Heißzeit eintreten, irgendwann im Laufe dieses Jahrhunderts. Das wird sich selbst beschleunigen. Und da hilft auch nichts, wenn man ein paar schöne Beispiele für gelungene Bauobjekte vorweisen kann. Es ist eine Systemfrage und es ist eine Überlebensfrage. Full stop sozusagen. Und wenn wir schon der Aufklärung dienen, dann lade ich Sie alle ein ans Potsdam-Institut und ich kann das auf einem Blatt Papier vorrechnen. Herr Kühn, melden Sie, Sie sind dabei, sich zu melden. Ne? Ja, ich wollte eigentlich 2 Bälle nochmal aufnehmen. Der eine Ball war die Frage des Bestandes. Ich glaube, dass der Bestand für Deutschland, für Europa ganz essentiell ist. Und das ist ein Teil dieser Bauwende, weil im Deutschen Bundestag finden Sie in fast jeder baupolitischen Rede das Mantra des Bauens, Bauens, Bauens. Und es ist immer der Neubau gemeint. Auch politische Erfolge messen sich an dem Zubau zusätzlichen neuer Wohneinheiten. Diese Wahlperiode steht unter dem Titel 1,5 Millionen neue Wohneinheiten in dieser Wahlperiode. Und das ist natürlich sozusagen, das ist sozusagen das Maß aller Dinge, auch baupolitisch. Und das wird natürlich nicht gelingen. Und deswegen braucht es eben auch diese Bauwende weg vom Neubau hin zum Bestand. Ja, es gibt ja auch ein Buch von Daniel Furup, Verbiete das Bauen. Das ist auch sehr interessant, wenn man sich sozusagen diese provokative These nochmal anschaut. Und ich glaube, dass sozusagen dieser Fokus des Bestandes für uns ganz zentral ist. Es geht auch um die Frage in Zukunft nicht von, ich sag mal, von Neubau ganzer Städte, ja, sondern es geht einfach um den Stadtumbau und die Erweiterung dieser Städte und vor allem das Wachstum nach oben der Städte und eine doppelte Innenentwicklung, die Sie ja auch beschrieben haben mit den Beispielen unter der Frage, wie eigentlich klimaangepasst in Zukunft unsere Städte sein müssen, damit sie überhaupt noch lebenswert sind, ja. Und ja, Frau Lemaitre lebt in Stuttgart, ja, ich kenne die Stadt sehr gut, Tübingen ist da um die Ecke. Wir wissen, wie heiß es im Kessel wird und wenn es da keine Anpassungsmaßnahmen gibt, dann wird es nicht unbedingt ein lebenswerter Ort sein mit allen Problemen, die damit zusammenhängen. Also von daher will ich das nochmal verstärken. Ich glaube wirklich, der Bestand muss eine der großen Aufgaben der Zukunft sein. Ich will aber auch sagen, dass ich total bei Herrn Schellenhuber bin bei der Frage dieses europäischen Bauhauses, auch wenn es jetzt keine grüner Politiker diesen Vorschlag gebracht hat. Ja? Aber ich glaube, es ist wirklich eine Plattform, um sich dieser Frage, wie eigentlich diese zukunftliche, wie diese Bauwende auszugestalten ist. Und ich glaube, es braucht da noch mehr solche Plattformen und mehr solcher Formate. Ich habe es am Anfang gesagt, Politik spricht zu wenig über diese Themen. Und ich glaube, dass die UN-Habitat alle 20 Jahre ein verschenktes Format ist. Frau Lemaitre hat es vorher gesagt, wie oft die COP stattfindet. Ja? Wir müssten eigentlich über diese Urbanisierungsfragen in einem viel schnelleren Rhythmus global auch darüber sprechen. Wir brauchen auch Abkommen zum Ressourcenschutz global. Die Frage des Sandes, hat die UN selber auch gesagt, ist eine Aufgabe, dort ein globales Abkommen auch zu treffen. Und ich glaube auch, dass sowas wie die internationale Bauausstellung, es ist jetzt schön, dass in 10 Jahren 3 Stück in Baden-Württemberg stattfinden, aber vielleicht sollten wir die auf die europäische Ebene heben
und sowas wie eine europäische Baustellung, wie die europäische Kulturhauptstadt auf dieser europäischen Ebene wirklich voranbringen und auch eine andere Qualität nochmal reingeben. Und auch die Idee der Schinkelschen Bauakademie, die ja in dieser Wahlperiode so ein bisschen verloren dahin wabert, sage ich mal, auch die vielleicht mit dieser Idee des europäischen Bauhauses oder ja, das Haus der Erde oder das Bauhaus der Erde füllen, um wirklich der auch eine zukünftige Aufgabe zu geben, das, glaube ich, uns allen unter den Nägeln brennt. Und ich glaube, da gibt es schon nochmal auch die Aufgabe von Politik, aber natürlich auch von ja, Architekten, Planerinnen und Planern, alle, die in dieser Branche arbeiten und die sich damit beschäftigen, dort Orte zu identifizieren, wo dauerhaft politisch daran gearbeitet wird, um das Narrativ auch politisch zu drehen. Ich würde gerne an der Stelle noch auf ein paar Fragen oder Kommentare eingehen, die aus dem Chat kommen. Das Frage an die Moderatoren, das ist an mich wahrscheinlich, oder ich gebe die Frage aber trotzdem auch gerne weiter. Haben Sie selbst das schon einmal das willentlich oder unwillentlich Greenwashing betrieben? Also ich kann die Frage als erster beantworten. Ich habe es ja schon beschrieben, also dass wir in mehreren Projekten der Meinung waren, nur Gutes getan zu haben und dann Stück für Stück feststellen mussten, dass es vielleicht noch nicht gut genug war. Das ist leider Gottes eine Erfahrung, die man macht, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist und sozusagen auch neue Wege beschreitet. Mit Greenwashing ist ja mehr oder weniger eigentlich gemeint, dass jemand sozusagen willentlich vorgibt, irgendwie ökologisch zu sein und das aber nicht, also mit Absicht sozusagen nicht tut. Das kann ich für uns ganz sicherlich verneinen, aber was eben tatsächlich funktioniert, was tatsächlich dann zu besseren Verbräuchen und einer besseren Lebenszyklusleistung führt, was auch letztlich sozial und kulturell nachhaltig ist, das ist nicht so leicht zu beantworten. Und wir haben da durchaus auch schon Rückschläge dabei erlebt. Ich weiß nicht, Annette, du bist in einer sehr ähnlichen Situation. Werner, du hast auch einen Riesenladen, der sich ständig mit Fragen, mit Projekten auseinandersetzt, die versuchen, nachhaltig zu sein. Hattest du jemals das Gefühl, Greenwashing zu betreiben? Dein Mikro ist nicht eingeschaltet, Werner. Ich glaube, für alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen zu dürfen, wenn ich sage, wir waren immer von der hehren Absicht geplant, die Dinge in unserem Sinn richtig zu machen oder den Überschriften über unseren Eingangstüren zu folgen. Hinterher ist man natürlich immer schlauer und ich gebe beispielsweise auch gerne zu, dass ich Anfang der 90er Jahre auch der Überzeugung war, dass wir unbedingt einem Energieeffizienzdogma hinterherrennen müssen, was ja dann auch in das Passivhaus geführt hat, bis ich mir anhand des Ansehens des Passivhauses die Frage stellte, will ich in so einem Haus leben? Und ich dann genau zur gegenteiligen Meinung kam, dass wir nämlich nicht über Energie, sondern über Emissionen sprechen müssen. Aber ich glaube, für uns behaupten zu dürfen, dass wir nie Greenwashing im Sinne einer a priori Absicht betrieben haben. Aber es ist manchmal schwer, muss man schon sagen, wenn man große Projekte macht und im Widerstreit unterschiedlicher Interessen dann so zwischen Kapitän und Pastor hin und her gerissen die Dinge irgendwie dann doch noch zum Laufen bringen muss. Das ist nicht immer einfach. Thomas, wie sieht es bei euch aus? Ihr habt ja nun mehr als Erfahrung mit dem Thema. Ja, muss ich übrigens verabschieden. Mich hören jetzt wieder? Ja. Natürlich ist das ein Thema, was uns permanent umtreibt. Und natürlich ist es so, dass wir, sagen wir mal, dass ich das nicht kategorisch verneinen kann. Weil wir waren in zahlreichen Projekten beteiligt, wo wir wussten, dass die per se keine nachhaltigen Gebäude sind. Und wir uns, sagen wir mal, intern sehr daran aufgerieben haben, was wir da tun und was wir beitragen. Und die Motivation, die wir dann hatten, weiter beteiligt zu sein, war, dass wir davon überzeugt waren, dass wir es trotzdem noch besser machen. Und auch das ist natürlich ein Antrieb oder nicht unser primärer Antrieb, aber das war unser Antrieb, dann trotzdem zu sagen, dass wir
nicht aus dem Projekt deswegen aussteigen. Was ich dann im Nachhinein immer sehr schade finde, ist, dass unser Beitrag dann, der, sagen wir mal, der Schadensminimierung gedient hat, dann dazu genutzt wird, um ein grünes, ein ökologisches Narrativ zu erzählen. Und das tut dann so ein Stück weit weh an so manchen Gebäuden. Aber grundsätzlich, sagen wir mal, ist das was, was uns permanent umtreibt. Wir sind im Moment im Projekt in der Stadtentwicklung in Neon in Saudi-Arabien beteiligt. Das treibt uns natürlich die ganze Zeit um. Ist das richtig, was wir da tun? Sollen wir das machen? Da gibt es zahlreiche Fragen, die man stellt im Kontext. Aber das ist doch was, auch wenn wir in Deutschland bauen, wie du vorher gesagt hast, ist nicht bauen eigentlich das eigentliche Nachhaltige. Ich würde da massiv widersprechen. Aber wir sind permanent in dieser Ambivalenz. Wir sind permanent in diesem Zielkonflikt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch daran aufreiben, aber nicht aufgeben. Wichtig ist die Geschichte, die wir dann danach erzählen. Und ich glaube, da müssen wir uns an so manchen Stellen ehrlich machen. Wir haben zum Beispiel jetzt, du kennst dieses Gebäude mit Haskuk-Zemmerich Architekten, dieses Alnatura-Gebäude mit Lehmbau gemacht, wo wir den Abraum von Stuttgart 21 verwendet haben für diese Lehmwand. Wir haben die gemonitort, wie viel Energie wirklich in Transport ging, in alles, in den Bau dieser Lehmwand. Und mussten feststellen, dass diese 220 Kilometer, das war ja ein hehrer Ansatz zu sagen, wir nutzen einen Abraum, wo niemand richtig weiß, wohin mit, um daraus ein Gebäude zu bauen. Also eigentlich eine schöne Geschichte. Und mussten feststellen, dass wir durch diesen Transport über 220 Kilometer eine schlechtere Bilanz hätten, als wenn wir einfach eine Ziegelwand gebaut hätten. Aber wir müssen uns dann ehrlich machen und hatten dann an der Stelle wirklich auch einen Bauherr, der sagt, ja, das ist die Aufgabe von Wissenschaft, Wissen zu schaffen. Und wir haben das publiziert, die Ergebnisse. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns an der Stelle einfach ehrlicher machen mit der Geschichte, die wir selber erzählen. Vielen Dank. Ja, ähnliche Erfahrungen auf dieser Seite auch. Herr Schellnhuber, Sie haben gerade eben gesagt, Sie müssten gehen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich gehe davon aus. Also ja, ich habe das eingeplant von 19 bis 21 Uhr. Ja, Sie haben vollkommen recht. Aber dann muss ich Sie trotzdem... Ich würde gerne weiter an der Debatte teilnehmen. Da muss ich Sie trotzdem nochmal... Aber bei uns jagt eine Videokonferenz die andere. Also da muss ich noch auf die Kosten der darauffolgenden Videokonferenz, muss ich jetzt doch nochmal ganz schnell eine, sag ich mal, $65,000-Question oder mehr stellen, da ich ja nicht so oft die Gelegenheit habe, mit Ihnen zu debattieren. Sie haben ich habe natürlich Ihre Netzveröffentlichungen und so weiter im Vorfeld studiert und festgestellt, dass Sie Kontakt hatten oder Sie schreiben, dass Sie Kontakt hatten mit James Lovelock, der dieses Gaia-Hypothese aufgestellt hat. Gaia-Hypothese, ja. Und da Sie ja nun tatsächlich in diesen Bereichen, sagen wir mal, zu Hause zu sein scheinen, sage ich mal, aus meiner Sicht zumindest, und ich als zumindest was diese Bereiche von Physik betrifft, null Ahnung habe, würde ich mich doch noch mal ganz auf die ganz andere Ebene gehen, für einen Augenblick lang. Also Sie sprachen auch vom selbstfahrenden Haus beziehungsweise selbstregulierenden Haus. Das hat ja ähnliche Anklänge. Also diese Gaia-Hypothese geht ja davon aus, dass im Grunde genommen alle Phänomene, die wir kennen auf dem Planeten, eigentlich Teil eines sozusagen Lebewesens, könnte man sagen, eines Gesamtsystems sind, was sozusagen selbstregulierend ist und auch sozusagen mit den Einzelteilen umzugehen in der Lage wäre. Also wenn man jetzt in meinen Worten für das Bauen so einen ähnlichen Ansatz hätte, also wie Sie ja in dem kyborganischen Begriff andeuten, dass es quasi eine Art von selbstregulierender Architektur oder Stadt gäbe. Ich meine, da müsste man, aus unserer Sicht müsste man den Menschen dann ausschalten, weil der Mensch ist im Grunde genommen das, was stört. Oder beziehungsweise, wie kriegen Sie den Menschen in diese Systembetrachtung hinein? Nein, das ist eine Koevolution, die man bräuchte. Das ist tatsächlich eine ganz andere Ebene, ja, und wir könnten jetzt bis Mitternacht darüber reden. Zunächst zu Jim Lovelock.
ein Freund von mir, der letztes Jahr 100 geworden ist. Also seine eigene Selbstorganisation funktioniert auf jeden Fall. Und Mitglied der Royal Society, wir kennen uns schon lange, der diese Hypothese aufgestellt hat, dass das Leben auf der Erde eigentlich ein selbstorganisierendes System ist, das seine eigenen Existenzbedingungen reguliert. Das ist der entscheidende Halbsatz in diesem Fall. Und das können Sie an einem Termitenhügel zum Beispiel studieren, der wahrscheinlich die beste Belüftungsarchitektur hat, die Sie auf diesem Planeten finden. Und das ist das Ergebnis eines evolutionären, eines koevolutionären Prozesses. Da hat ein Kollektiv über viele Lernschritte sozusagen eine optimal klimaangepasste Architektur entwickelt. Und das ist übrigens wissenschaftlich, physikalisch untersucht. Es gibt eine Arbeit dazu in Proceeding of the US National Academy von 2015, wo man das nachlesen kann. Ja, also was ich meine ist, komplexe Systeme sind dann am besten, wenn sie Selbstorganisationsmöglichkeiten haben, wenn die Teile auf die Architektur des Ganzen wirken können und umgekehrt. Und der Mensch ist nun mal ein entscheidender Teil in diesem System. Also ich würde eben vielleicht folgende Hypothese nennen, und Werner Sobel kennt das auch. Ich glaube, dass unser ganzes Bauparadigma letztendlich aus der Thermodynamik stammt, auch diese Verirrung in die Effizienzoptimierung. Im Grunde genommen versuchen wir, Maschinen zu imitieren, immer noch. Ja? Und ich glaube, dass wir eigentlich beginnen sollten, auch das hat Werner Sobeck gesagt, die Natur zum Maß der Dinge zu machen, uns also abzuschauen, wie evolutionäre Prozesse hochkomplexe Aufgaben lösen in diesem Fall. Und der Mensch ist von mir aus die Termite im Termitenbau, aber die beiden gehören eben zusammen. Könnte dazu eine längere Vorlesung halten, aber glaube ich, dann würden Sie erschlaffen. Klingt nicht so, als würde ich erschlaffen, aber ich will Sie nicht über die Maße beanspruchen. Sie haben in der Aber wir können uns gern dazu mal zusammensetzen, vielleicht an der Akademie der Künste, vielleicht ja, machen gerne. Wir dazu mal eine Veranstaltung. Ne? Sehr gerne. Sehr gerne, da komme ich gerne drauf zurück. Aber es ist in der Tat so, dass wir eigentlich unsere angekündigte Veranstaltungszeit überschritten haben bereits. Ganz offensichtlich war die Diskussion eben doch spannend genug, dass wir es gar nicht, oder ich zumindest es nicht gemerkt habe. Ich muss mich bei Ihnen bedanken für den wirklich interessanten Austausch. Und klassischerweise muss man ja jetzt noch eine Schlussfrage stellen. Und deswegen würde ich jetzt jeden vielleicht der Reihe nach bitten, mal ganz kurz zu sagen, was er jetzt eben sozusagen oder sie aus den Erkenntnissen des Abends heraus oder überhaupt dem eigenen Wissensstand zum Thema dem Herrn Kühn gerne mitgeben würde in den Bundestag, damit er das zur Sprache bringt und sozusagen nicht nur Theorie, sondern eben auch dann tatsächlich zur praktischen Umsetzung bringt. Und der Herr Kühn darf natürlich umgekehrt sagen, was er den Architekten gerne ins Stammbuch schreiben würde. Also machen wir es wieder mit der Reihenfolge, vielleicht so wie vorhin. Thomas Auer darf beginnen. Ich habe jetzt gedacht, du fragst halt Schlussrunde im Sinne der Suffizienz auf 5 Quadratmeter jeder von uns wohnt. Aber Vorsicht! Inklusive aber 2. und 3. wohnt. Ich glaube, ein wichtiges Thema ist das, dass wir, glaube ich, unsere dazu bringen müssen, dass sie wirklich das tun, was wir planen. Dass wir viel zu lange akzeptiert haben, dass Gebäude das nicht tun, für was sie gebaut und geplant sind. Und dass in dem GEG oder was auch immer wir für ein Gesetz haben, diese Nachweispflicht geführt werden muss. Dass wir wirklich Gebäude im Betrieb auch dahin bringen, dass sie wirklich, sagen wir mal, der Planung entsprechen zumindest. Das wäre, glaube ich, ein relativ leichter Schritt, der vielen wahrscheinlich sehr, sehr wehtun würde, aber ich glaube, einen extrem großen Hebel hätte. Mhm. Annette, was packst du? Ich habe zwei Bitten. Entschuldigung.
Die erste ist tatsächlich dieses Tool, also eigentlich sind es zwei Tools, das eine für die Architekten, um es schnell abzuschätzen, wie viel CO2 man beim Bauen produziert. Bauen können wir, aber wir wissen nicht genau, ohne unglaubliche Rechnereien oder eben Beizug von Bauphysikern, was sie dann produzieren an CO2. Das bräuchte dieses Tool, aber dann bräuchte es eben noch ein weiteres Tool, das ich möchte, und das ist noch nicht der zweite Punkt. Ich möchte gerne eine Informationsmaschine für die Zivilisation, für die Menschen. Eine Informationsmaschine, die vom Staat genährt, nachgeführt wird, wo man nachschauen kann, wie viel CO2 das die Produktion des Autos gekostet hat, das ich fahre und was ich damit produziere, wenn ich herumfahre. Und aber auch genauso, wo ich wohne, beziehungsweise wenn ich esse, was die Industrie produziert, man könnte das in verschiedenen Genauigkeitsstellen führen, etwas für die ganz einfache Anfrage, aber auch etwas für den Wissenschaftler. So, je mehr man wissen möchte, desto tiefer könnte man hineindringen in dieses Informations-Heureka-Maschinengebäude. Das ist das eine, das sind zwei Tools. Aber was ich auch gerne hätte, was ich glaube, was wirklich etwas bewirken würde, wäre, wenn wir ein CO2-Gesetz hätten. Wir sind gerade in der Schweiz gerade dran, unsere CO2-Abgabe ein bisschen zu erhöhen mit einem CO2-Gesetz, das hoffentlich das Referendum anscheinend dagegen aufgekommen ist. Aber ich glaube, man muss einfach das CO2 bepreisen und man muss es in Stufen immer höher bepreisen, damit die Industrie sich ein Stück weit darauf einstellen kann, dass es im 5-Jahres-Schritt, im 10-Jahres-Schritt mit immer größer werdenden Kosten verbunden sein wird, wenn man CO2 oder andere Treibhausgase natürlich produziert. Ich glaube, das gäbe eine Art Richtschnur, wie wir uns verhalten müssen, und ich glaube, es würde nicht die bestrafen, die sich jetzt Mühe geben und die anderen belohnen, sonst müsste umgekehrt sein. Also eigentlich drei Dinge beziehungsweise zwei. Vielen Dank. Hans-Joachim Schellnhuber, was würden Sie Herrn Kühn sagen? Ja, ich habe eine ganz einfache Empfehlung oder Bitte an Herrn Kühn, nämlich, dass wenn Ende nächsten Jahres eine schwarz-grüne Koalition in Deutschland gebildet wird, dass er das Bauministerium übernimmt und die Bauwende entsprechend vorantreibt. Super. Herr Kühn, Sie dürfen direkt darauf antworten. Ja, was soll er jetzt? Ist noch alles sehr lange hin. Wir arbeiten daran und versuchen das zu machen. Ja. Mein Wunsch vielleicht an Sie in der Runde ist, dass Sie nicht nachlassen, dieses Thema auch in die Öffentlichkeit zu bringen und aus Ihrem Expertenkreisen auch heraustragen. Ja? Weil ich glaube, es ist viel zu wichtig, dass es eine Expertenrunde auch bleibt, ja. Und diese Erkenntnis, welchen immensen Abdruck wir auf diesem Globus durch die Bautätigkeit hinterlassen, die ist vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Bürgerinitiative, die sich gegen ein Bauprojekt wenden in Tübingen, ja. Denen ist dort eine Innenverdichtung zu massiv. Und die sprachen mit mir und ich erzählte dann über den Ressourcenabdruck und über das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltfragen zur transformativen Kraft der Städte und über Stadtentwicklung und wie viel sozusagen Beton in der Volksrepublik China in den letzten drei Jahren verbaut worden ist. Nicht so viel wie im 20. Jahrhundert in den USA, und die sind vom Stuhl gefallen. Und ich glaube, diese Erkenntnisse sind noch lange nicht in der Gesellschaft angekommen. Und Sie sind da sehr, sehr glaubwürdige Vertreter, diese Erkenntnis auch nach außen zu tragen. Viel glaubwürdiger als ich, weil mir wird natürlich ein politisches Interesse damit unterstellt. Und Sie sind aber Experten und da brauchen wir Sie. Lemaitre. Ja, kann ich mich dem Herrn Schellnhuber anschließen im Bauministerium? Das kann man dem Herrn Kühn auf jeden Fall mitgeben. Und dann, klar, das Thema Monitoring, Verpflichtung und Reporting-Verpflichtung. Ich glaube, das würde das ganze Spiel verändern, wenn wir wirklich mal über alle Gebäude wüssten, wie viel Energie sie überhaupt verbrauchen, und da eben dann auch wirklich eine Transparenz
und für den Konstruktionsteil auch klare Ziele, in denen man eben CO2-Budget für die Konstruktion, für die unterschiedlichen Nutzungstypen vorgibt, die sich über die Jahre auch immer weiter verschärfen. Damit wären wir technologieoffen, materialoffen, aber wir würden da wirklich systematisch in die Breite kommen und natürlich auch den Druck auf die Industrie ausüben, gute und CO2-neutrale Produkte zur Verfügung zu stellen. Du hast uns freundlicherweise ein Referat gegeben zum Auftakt, was uns in eine schöne und interessante Diskussion geführt hat. Du hast das Schlusswort. Oh, danke. Jetzt ist eigentlich schon fast alles gesagt worden. Ich glaube, was wichtig ist, und das möchte ich nochmal unterstreichen, dass wir die Fakten verbreiten in einer nicht sensationalistischen und schon gar nicht in einer negativistischen Art und Weise, weil wir den Menschen nicht erschrecken sollen, sondern weil wir ihnen einfach klar machen sollen, um was es geht. Ja, das ist der Startpunkt. Und einem zukünftigen Bauminister Chris Kühn, da würde ich Sie gerne herzlich beglückwünschen dazu. Ich drücke Ihnen die Daumen, aber wir sagen Ihnen, glaube ich, alle jetzt schon, dass wir Sie gern bei Ihren Arbeiten hin zu einer Bauwende unterstützen. Also kommen Sie gern auf, glaube ich, für die Entität sprechen zu dürfen, auf jeden Einzelnen von uns zurück, wenn Sie dort Unterstützung, Informationen oder Ähnliches benötigen. Und dann habe ich natürlich auch einen Wunsch an Sie. Ich habe das schon dem potenziellen Bauministers Vorgänger, glaube ich, gesagt. Der kam damals noch aus Bayern. Ich habe gesagt, er würde sich wahrscheinlich alle Orden der deutschen Architektenschaft bekommen, Ehrentitel etc., wenn er nur eines tut. Wenn er die Energieeinsparverordnung abschafft, diesen riesigen Maßnahmenkatalog, und durch eine einzige Zielformulierung ersetzt, ein nach ihm benanntes Gesetz, das genau einen Paragraph lang ist. Und dieser Paragraph lautet, das Emittieren gasförmiger Abfälle in der gebauten Umwelt ist ab sofort verboten. Perfektes Schlusswort. Herzlichen Dank Ihnen allen für diesen wirklich wunderbaren Abend. Es tut mir leid, dass wir ein paar technische Probleme hatten, dass es nicht immer ganz so in bester akustischer Qualität funktioniert hat. Aber den Umständen entsprechend würde ich sagen, wir als Sektion machen es zum ersten Mal und das hat wunderbar geklappt. Das ist definitiv ein Format, was wir wiederholen werden. Und es ist natürlich auch ein Thema, was wir definitiv wiederholen werden in verschiedenen Veranstaltungen, wie auch immer. Die Ausstellung hat einen guten Anfangspunkt gegeben, auch in ihrer Vielfalt und ihrer Breite. Und ich bin sicher, dass wir auch auf Sie wieder zurückkommen werden, wenn wir dürfen, wenn es darum geht, zukünftig diese Themen weiter zu besprechen und zu veröffentlichen im Sinne von einem Gespräch mit der Öffentlichkeit, wie ich das eingangs gesagt hatte. Ich möchte mich herzlich bedanken bei dem technischen Team, das ist Bert Günther und Björn Matzen, die hier im Hintergrund Schweißperlen auf der Stirne hatten und versucht haben, das alles zusammenzuhalten. Und natürlich auch bei Caroline Schönemann, der Sekretär der Sektion Baukunst, die hier auch mit uns zusammen in dem kalten, dunklen Hanseatenweg sitzt und versuchen, Akademie zu machen. Herzlichen Dank, haben Sie noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns in Kürze wieder. Wiederschauen. Okay.